Liebe Teilnehmende, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Grundkurses Strategische Wärmeplanung. Das Wärmeplanungsgesetz wird ja wirklich jetzt sehr wahrscheinlich am Donnerstag vom Deutschen Bundestag verabschiedet und kann dann mit dem Gebäudeenergiegesetz am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Damit ist eine lange Diskussion und auch ein langer Streit beendet. Und viele in den Kommunen fragen sich natürlich, was kommt jetzt auf uns zu? Wie müssen wir die Wärmeplanung angehen und wie kann man sie auch zum Erfolg führen? Mein Name ist Sabine Drewes. Ich bin bei der Heinrich-Böll-Stiftung Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung. Und ich freue mich sehr, zwei Mitarbeitende der Energieagentur Kreis Ludwigsburg hier begrüßen zu können, die den Input machen werden, beziehungsweise uns bei der Moderation unterstützen, nämlich Raphael Grusek und Steffen Petruch. Sie arbeiten beide im Wärmebereich der Energieagentur. Und den Input wird heute Raphael Grusek machen. Ja, ich würde jetzt Raphael Grusek bitten, die Präsentation zu starten. Noch einen kurzen Hinweis zum Ablauf. Wir werden das in zwei Teile teilen. Es gibt einen ersten Teil des Inputs, dann machen wir Frage und Antwort und eine kleine Pause nach ungefähr der Hälfte. Und dann geht es mit einem zweiten Teil weiter. Und jetzt übergebe ich an Raphael Grusek. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Grundkurs Strategische Wärmeplanung und Kommunikation. Ich bin wahrscheinlich gut zu hören, wenn ich gerne melden. Moment, so genau. Kurz zu mir. Mein Name ist Raphael Kruse, wie ich gerade schon vorgestellt wurde. Ich arbeite bei der Energieagentur Kreis Ludwigsburg. Als Energieagentur beraten wir ganz klassisch so einen Häuslebauer. In den letzten Jahren haben wir aber auch immer mehr auf Kommunen und in der Form sind wir auch die regionale Beratungsstelle zur kommunalen Wärmeplanung in der Region Stuttgart-West. Das heißt, wir begleiten hier seit 3 Jahren schon die Kommunen im Landkreis und im Nachbarlandkreis bei der kommunalen Wärmeplanung und unterstützen die da, sehen, welche Fragen aufkommen und können ihnen einfach ganz viel aus diesen Erfahrungen heute berichten, was wir da mitgenommen haben. Was haben wir heute vor? Zuerst ganz kurz würde ich einen ganz kurzen Rückblick auf gestern wagen und schauen, was wir in dem ersten Teil gemacht haben, was da die wesentlichen Inhalte sind. Und danach würde ich weitermachen, wer betreibt Wärmenetze? Als mal sehr offene Frage. Das wird dauern bis zur Pause, da können wir dann sehr gerne drüber diskutieren und nach der Pause nochmal ganz konkret über Betreibermodelle für Wärmenetze und dann eben auch einen kurzen Exkurs zum BEW. Das hängt damit dann ein gutes Stück zusammen, das sehen wir dort. Und abschließende Zusammenfassung und dann gibt es eben noch mal eine zweite Diskussionsrunde. Genau, wir fangen auch schon direkt an mit dem Rückblick. Nämlich eine wesentliche Erkenntnis aus dem ersten Teil von gestern war, für die Umsetzung der Wärmewende braucht es einen Akteur. Wir haben hier mal eine Ergebniskarte aus Giengen an der Brenz. Die haben die kommunale Wärmeplanung bereits gemacht und wir sehen hier verschiedene eingezeichnete Gebiete. Zum einen in Blau Dezentralisierungsgebiete und in Orange und Grün Wärmenetzgebiete. Bei den dezentralen Gebieten ist es ja so, das kann jeder Gebäudeeigentümer selbstständig machen an seinem Gebäude. Ja, es braucht noch einen zentralen Stromnetzausbau, aber der zentrale Stromnetzausbau, da ist der Akteur schon klar benannt. Es gibt natürlich einen Netzbetreiber, der das Ganze durchführt. Das heißt, da bleibt eigentlich nicht viel offen. Was auch immer noch sehr, sehr wichtig ist in der kommunalen Wärmeplanung, meistens wird ein Sanierungsziel fe festgelegt, wie viel Energie muss eingespart werden, wie viel Energie, alles was nicht eingespart wird, kann erneuerbar bereitgestellt werden. Auch das liegt ja an jedem einzelnen Gebäudeeigentümer. Aber die orangen und grünen Bereiche hier, die Wärmenetzgebiete, das muss natürlich zentral angegangen werden. Hier gibt es nach meinem Wissen auch bisher noch keine Wärmenetze. Das heißt, da ist dann wirklich ganz konkret die Fragestellung, okay, wer setzt das um? Wann wird das umgesetzt? Wie wird das umgesetzt? Und das steht jetzt zum Beispiel hier erstmal im ersten Schritt nicht da. Und das ist eine ganz, ganz zentrale Fragestellung, weil zum Beispiel auch hier diese Teilung in kurzfristigen und langfristigen Ausbaugebieten, da ist ja schon eine Entscheidung drin. Das heißt, da hat sich jemand schon Gedanken gemacht und gesagt, hier, das kriegen wir so umgesetzt, folgende kriegen wir kurzfristig gelöst, folgende langfristig. Ja, ohne Betreiber, ohne Akteur kann ich das nicht kann ich das nicht beschließen. Und genau an dieser Stelle wollen wir heute ansetzen und das anschauen. Nochmal auch
Bisschen Rückblick. Genau, wir hatten gesehen, dass die Wärmeplanung des Bundes 7 Schritte hat. Und vor allem, dass hier unten am Ende in Paragraphen 18, 19 und 20 sich einiges getan hat. In Paragraph 18 war das Thema, dass jetzt in der Wärmeplanung des Bundes das Zielszenario nicht nur fürs Ziel hier drin ist, sondern auch für Betrachtungspunkte 2030, 35, 40. Das heißt, wir haben da eigentlich eine sehr konkrete Ausbaustrategie und das ist natürlich sehr, sehr wichtig in der Bürgerinnenkommunikation, auch da diese Orientierung bieten zu können. Wann kommt das Wärmenetz, falls hier ein Wärmenetz kommt? Und dadurch steigern wir ganz extrem die Planungssicherheit. Die Leute wissen, hält meine Heizung noch so lange durch? Bin ich bereit, mir bis da, zu diesem Datum eine fossile Übergangsheizung einzubauen oder baue ich gleich eine erneuerbare Heizung ein? Das heißt, das gibt ganz viel Orientierung und ist sehr, sehr wichtig. Aber dieses Datum eben hatten wir gesagt, das kann ich eigentlich nur zusammen mit einem Wärmenetzbetreiber besprechen und diskutieren. Das kann ich als selbstständiger Akteur, wenn ich als Kommune nichts mit Wärmenetz zu tun habe, wenn ich sowas festlegen muss, ist das komplette Willkür und funktioniert nicht. Genauso auch in Paragraph 19 haben wir eben diese Möglichkeiten, wo wir stark diskutieren können, welche Lösung wird es geben, wo kommen Wärmenetze hin, wo kommen dezentrale Versorgungen hin, wie gut geeignet sind die, nehme ich vielleicht irgendwo doch eher das dezentrale Gebiet, weil ich gar keinen Wärmenetzakteur habe, obwohl es vielleicht minimal schlechter geeignet ist. Auch das hängt eben ganz stark von Leistungsfähigkeit des Betreibers ab. Und auch abschließend in Paragraph 20 bei der Umsetzungsstrategie, wo erstmal die planungsverantwortliche Stelle, also die Kommune, Maßnahmen definieren muss, die sie selbst umsetzen muss, ist ein Betreiber sehr, sehr wichtig, weil sie kann dann eben Vereinbarungen schließen, um diese Maßnahmen auf Dritte zu übertragen, zum Beispiel auf einen Wärmenetzbetreiber. Das heißt, wir sehen schon jetzt vom Gesetz, wie es aufgebaut ist, ein Betreiber ist eine ganz, ganz zentrale Angelegenheit. Und damit sind wir beim zentralen Thema für heute. Wer betreibt denn jetzt eigentlich Wärmenetze? Dafür möchte ich jetzt zu Beginn nochmal ganz kurz anschauen, was brauchen wir denn eigentlich für ein Wärmenetz? Wir haben da ein Modell mit 3 Säulen, wo wir sagen, damit können wir eigentlich prinzipiell immer relativ gut beschreiben, ob sich jetzt hier ein Wärmenetz lohnt oder nicht. Diese 3 Säulen sind folgende. Als erstes brauchen wir natürlich ein Wärmenetzeignungsgebiet. Dieses Wärmenetzeignungsgebiet besteht zum einen aus einer Bebauungsdichte. Das heißt, wie viele Gebäude sind hier, in welchem Abstand, wie groß sind die Gebäude? Daraus ergibt sich ein spezifischer Wärmebedarf, also Energiebedarf pro Leitungsmeter. Also das Wärmenetz kostet einfach sehr viel Geld. Umso mehr Meter Wärmenetz ich da in die Straße bringen muss für den gleichen Wärmeabsatz, umso ineffizienter ist das. Bei dem Thema geht aber natürlich auch mit einher, dass zum Beispiel in einer dicht besiedelten Innenstadt der Leitungsmeter viel, viel teurer ist wie auf dem Dorf. Das heißt, auch das spielt irgendwo eine Rolle. Und die Anschlussquote spielt natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle in einem Eignungsgebiet. Das heißt, ob in einem Gebiet 50% mitmachen oder 90%, macht natürlich einen ganz, ganz großen Unterschied, weil meine Kosten fürs Wärmenetz sind quasi gleich, aber ich kann nachher doppelt so viel Wärme absetzen. Und das heißt, das ist ein sehr, sehr essentieller Parameter für Wirtschaftlichkeit. Die energetischen Ressourcen spielen eine genauso zentrale Rolle. Da ist die Frage, woher kommt die erneuerbare Energien? Das war bisher in der Vergangenheit meistens sehr, sehr einfach, weil wir sehr, sehr häufig Erdgas-BHKWs hingesetzt haben. Aber Erdgas-BHKWs sind nun mal nicht klimaneutral, weil es wird Erdgas verwendet. Und wir haben auch perspektivisch das Problem, wir werden nur eine begrenzte Menge an BHKWs brauchen, weil die Stromwende, die klassische Energiewende, basiert zum Großteil auf erneuerbarem Strom von Windrädern und Photovoltaik. Und da brauchen wir natürlich Residuallast. Immer dann, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint, brauchen wir BHKWs, die das ausgleichen können. Aber das ist eine fixe Menge. Und nur wenn wir diese Menge nicht überschreiten, lohnt sich das auch wirklich. Ansonsten wird der Preis für den Strom sehr, sehr günstig. Und wenn man dann perspektivisch davon ausgeht, dass so BHKWs mit Biomethan oder Wasserstoff betrieben werden, da brauche ich einen guten Strompreis, dass sich das lohnt. Das heißt, BHKWs ist nicht mehr die einfache Option. Stattdessen brauchen wir erneuerbare Wärme lokal vor Ort. Das kann zum Beispiel sein, der Fluss, der am Ort vorbeifließt, und dann hole ich Energie raus mit einer Flusswärmepumpe. Das kann sein aus dem Abwasserkanal, dass ich da Wärme rausnehme. Geothermie, Grundwasserbohrung. Da gibt es viele Möglichkeiten in diese Richtung. Ich habe vielleicht eine Abwärmequelle, sei es ein Rechenzentrum oder ein Stahlwerk. Da gibt es auch ganz viele Sachen, bis hin zu zum Beispiel Solarthermieanlagen mit saisonalen Wärmespeichern. Je nach Wärmequelle brauche ich Flächen dafür, ganz klar. Und das ist eben auch schon eine zentrale Fragestellung. Habe ich vor Ort Flächen,
Um mein Wärmenetz ausreichend mit erneuerbaren Energien zu versorgen? Habe ich günstige Wärmequellen? Habe ich vielleicht die Biogasanlage, die sowieso Abwärme produziert, die mir bereit ist, die Abwärme sehr, sehr günstig zu geben? Oder habe ich eine Wärmequelle, die ich nur sehr, sehr teuer erschließen kann? Unter teuer erschließen ist eben auch diese importierte Energie, wenn ich Wasserstoff brauche, Biomethan oder auch Hackschnitzel, feste Biomasse. Auch da erwarten wir, dass da in Zukunft die Preise wesentlich steigen. Das heißt, kurzfristig ist es eine gute Option, sowas zu verwenden. Aber in meinem langfristigen Zielszenario sollte ich sowas eher reduzieren. Und die dritte Säule, genauso relevant wie die ersten zwei, ist eben der Wärmenetzakteur. Ich brauche auch jemanden, der das tatsächlich umsetzt. Und da ist zum einen die Frage, wie langfristig ist er denn überhaupt bereit zu planen? Wenn ich einen Akteur habe, der sagt, naja, ich kann schauen, was jetzt heute wirtschaftlich ist, das kann ich realisieren, aber darüber hinaus kann ich gar nichts festgeben, ob wir in 5 Jahren, ob da noch Kapital vorhanden ist, um irgendwas zu investieren oder nicht, dann macht es das schwierig. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an einen sessionalen Wärmespeicher denke, ein Projekt, was eine sehr lange Vorlaufzeit hat, sehr großes Investment, was ich genau nur einmal eigentlich für ein Wärmenetz realisiere, dann wäre das mit einem Akteur, der sehr kurzfristig denkt, nur sehr schwierig zu realisieren, weil ich eben nicht diese langfristige Planungssicherheit habe. Auch für die Bürger ist eine langfristige Planungssicherheit sehr, sehr wichtig. Kapitalverfügbarkeit ist ein ganz, ganz wichtiges, zentrales Thema bei so einem Akteur. Und natürlich auch, welche Rendite erwartet er auf das Kapital? Bei hohen Zinsen lohnt sich das vielleicht weniger wie bei niedrigen Zinsen. Sind genügend personelle Ressourcen vorhanden? Und dann eben auch die ganze strategische Perspektive. Mit diesen drei Säulen kann ich jetzt eigentlich auf verschiedene Wärmenetze schauen und sehen, sind die wirtschaftlich oder nicht. Klassisch, die Wärmenetze, die wir schon am längsten haben in Deutschland, sind die Wärmenetze, wo irgendwo ein zentrales, großes Kraftwerk ist. Zum Beispiel, wenn ich nach Mannheim schaue, da steht ein sehr großes Kohlekraftwerk und hinten dran ist ein riesiges Wärmenetz, was rüber bis nach Heidelberg geht. Da gibt es einfach eine sehr, sehr günstige Wärmequelle. Ein Akteur, der eigentlich eine recht gute Renditeerwartung hat, würde ich behaupten. Und das Ganze ist dann trotzdem wirtschaftlich, weil eben auch zusätzlich eine sehr hohe Wärmeabnahme ist. Günstige Energie, gute Rendite, riesige Wärmeabnahme. Passt. Umgekehrt gibt es aber zum Beispiel auch Biogasdörfer, Bioenergiedörfer, wo eine Biogasanlage ist, die übers EEG schon vollständig refinanziert ist oder refinanziert wird und wo ich dann einfach Wärme als sehr, sehr günstig verkaufen kann, weil keine große zusätzliche Gewinn oder alles, was zusätzlich reinkommt, freut ein Bauer, er freut sich darüber. Und wo ich dann, obwohl die Wärmedichte relativ gering ist in so einem Dorf, wirtschaftliches Wärmenetz bauen kann, weil einfach die Renditeerwartung nicht so groß ist. Günstige Energie, geringe Renditeerwartung, plötzlich Arbeit, setzt damit ein Wärmenetz um in einem Gebiet, wo eigentlich eine total geringe Wärmeliniendichte ist. Dort ist das Bauen auch meistens günstiger. Umgekehrt kann zum Beispiel sein, in einer großen Stadt, wo die Wärmedichte wesentlich höher ist wie auf dem Dorf, aber wenn ich keine gute Wärmequelle habe, wird dort kein Wärmenetz realisiert werden. Genauso wenig wird ein Wärmenetz realisiert werden, wenn ich keinen Akteur habe. Das heißt, wir sehen, wir brauchen alle drei Säulen, die können sich zum Teil ausgleichen, zum Teil nicht, aber der Akteur ist wirklich eine wesentliche Säule, die ganz zwingend mitzudenken ist. Und wenn wir uns jetzt den Prozess der kommunalen Wärmeplanung in Baden-Württemberg anschauen, was jetzt die letzten 3 Jahre passiert ist, dann haben wir da eigentlich zwei Dinge beobachtet. Nämlich Kommunen, in denen es lokale Stadtwerke gibt, die schon viel Wärmenetzerfahrung haben, und Kommunen, die das weniger haben. Und wir haben gesehen, da kommt plötzlich was ganz Unterschiedliches in der kommunalen Wärmeplanung raus. Das lag daran, dass die Ingenieurbüros, denen ihre eigene Aufgabe ist, sind die ersten zwei Säulen. Die kümmern sich um die Wärmenetzeignungsgebiete, schauen, wie ist hier die Wärmeliniendichte, welche Preise kann ich hier ansetzen für ein Wärmenetz, wie gut funktioniert das alles, welche Anschlussquote ist vielleicht zu erwarten, wie groß könnte so ein Wärmenetz werden. Genauso schauen sie natürlich auf die energetischen Potenziale, was kann erschlossen werden, was liegt im Umkreis. Was sie aber nicht betrachten, ist der Akteur. Der Akteur ist eben aus ihrer Sicht eine politische Debatte, da kann ich als Ingenieur pauschal nichts annehmen, ich kann irgendeinen Erfahrungswert annehmen, aber was nehme ich da an? Nehme ich jetzt den Akteur, der das Wärmenetz in Mannheim betreibt oder das vom Bioenergiedorf? Das sind zwei komplett unterschiedliche Voraussetzungen und wir haben eben gesehen, dass häufig Ingenieurbüros hier einfach, ja ich sag mal böse, willkürlich etwas annehmen, weil es erschließt sich nicht. Es ist nichts, was technisch beobachtbar ist. Und an der Stelle braucht es wirklich die koordinative Rolle der Kommune, die ganz klar sagt, okay, wir werden das Wärmenetz, wenn hier was kommt, folgendermaßen umsetzen. Liebes Ingenieurbüro, setzt mal bitte einen Akteur an, der folgende Strategie verfolgt. Sei es Gewinnerwartung, sei es
Leistungsfähigkeit, wie viel Kilometer Wärmenetz können pro Jahr gebaut werden. Sei es Langfristigkeit, wie lange wollen wir im Voraus planen? Sagen wir, okay, wir können uns auf 5 Jahre committen, aber kann gut sein, dass danach gar nichts mehr kommt. Das muss auf jeden Fall dauerhaft auch so funktionieren. Oder sagen wir, nee, da gibt es eigentlich schon eine Strategie für die nächsten 15 Jahre. Und nimm mal an, dass wir nach 10 Jahren großen saisonalen Wärmespeicher bauen und damit zum Beispiel Holzhackschnitzer, die wir jetzt zu Beginn haben, ablösen können, weil dass wir dann mittelfristig Lösungen verwenden, die eben langfristig wesentlich besser funktionieren. Das heißt, das macht einen großen Unterschied. Welche Säule fahren wir hier? Wie funktioniert das? Und da muss die Kommune eine Antwort drauf geben. Das wird nicht das Ingenieurbüro beantworten, das kann das nicht beantworten. Das kann mit jeglichem Input von der Kommune umgehen, aber eben nicht das für die Kommune entscheiden, sondern das ist was Hochpolitisches. Genau. Wenn wir uns das jetzt anschauen, in dem Fall, wenn es schon Stadtwerke gibt, dann steht da trotzdem noch einiges an Aufgaben an. Wenn es Stadtwerke gibt, dann muss ich jetzt eine langfristige Strategie festlegen. Ich muss ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell entwickeln, und zwar unabhängig von Erdgas. Das hatten wir schon gerade vorher eigentlich vorweggenommen. Wir haben gesagt, ja, okay, wir wollen hier eine Strategie haben, wo wir zum einen Wärmenetze haben und eine dezentrale Versorgung und ein Geschäftsmodell unabhängig von Erdgas. Das ist für bestehende Akteure wirklich eine Herausforderung, weil momentan ist meistens die Cash-Cow das Erdgasnetz. Und das ist ganz wichtig, dass die Stadtwerke dann akzeptieren, die Kunden im Erdgasnetz werden sie sowieso verlieren. Die Frage ist nur, ob sie sie nicht mehr im Erdgasnetz haben, sondern jetzt dann eben im Wärmenetz, oder ob sie sie komplett verlieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie dann so eine neue Strategie aussehen kann. Wärmenetz kann eben zentraler Teil davon sein. Ich muss das steuern durch die Gesellschafter, also zum Beispiel im Aufsichtsrat, muss ich auch ganz klar als Gesellschafter sagen, dass ich hinter so einer Transformation hinten dran stehe, mit allen Konsequenzen, die damit einhergehen. Das Problem ist aber meistens eher weniger die Abschreibung auf die Erdgasnetze, weil die werden jetzt schon noch 10, 15 Jahre laufen, sondern eher, dass eben der Gewinn deutlich runtergeht und ich eine Quersubventionierung habe von den Stadtwerken zu Verkehrsbereich, ÖPNV oder Schwimmbädern und so weiter. Und das muss ich natürlich ausgleichen. Das heißt, da muss ich mit dem Wärmenetz möglichst schnell in die Lage kommen, dass ich das wirklich ausgleichen kann. Genau, neue Geschäftsbereiche könnten eben sein, zum Beispiel Wärmenetze oder ein Wärmepumpencontracting. Wir sehen jetzt auch zum Beispiel von ersten Versorgern, die sagen, wir bieten den Kunden auch Übergangsheizung an. Wenn die Heizung der Kunden kaputt geht und klar ist, dass da ein Wärmenetz hinkommen soll, dann baut der Wärmenetzbetreiber eine Übergangsheizung ein, damit er diesen Kunden nicht langfristig verliert, sondern sagt, hier, jetzt bist du jetzt schon im Vertrag drin. Wir kommen dann in 3 Jahren mit dem Wärmenetz. Du zahlst jetzt schon den Preis wie im Wärmenetz oder vielleicht einen kleinen Aufschlag obendrauf. Und danach nehmen wir diese Übergangsheizung wieder raus und schließen dich direkt ans Wärmenetz an. Was auch sehr, sehr wichtig ist, dass schon heute mit dem Personalaufbau begonnen wird für diesen zukünftigen Schritt. Das heißt eigentlich, wenn ich schon Stadtwerke habe, die noch nicht so groß im Wärmenetz engagiert sind, kann ich gleich zu Beginn der Wärmeplanung sagen, okay, bitte stockt das Personal im Wärmenetzbereich auf. Das wird spätestens in 1, 2 Jahren dann dringend benötigt werden. Und man findet diese Fachkräfte nicht auf dem Markt, weil alle suchen sie. Das heißt, ich muss eine Strategie entwickeln, wie ich die selber ausbilde, diese Fachkräfte, vielleicht auch zusammen mit anderen Akteuren im Umkreis, dass da wirklich genügend Leute sind, die was von diesem Thema verstehen. Auch die Finanzierung der Investitionen, Renditeerwartungen, das sind ganz, ganz wichtige Themen, wo man drüber diskutieren muss. Was meine Strategie da sehr, sehr gerne ist, ja, bestehende Stadtwerke brauchen wahrscheinlich weiterhin denselben Gewinn wie bisher. Das heißt, damit sie den ÖPNV finanzieren können, damit sie die Schwimmbäder finanzieren können und so weiter. Aber muss wirklich für jeden zusätzlichen investierten Euro ein zusätzlicher Gewinn entstehen? Das stelle ich als meistens in Frage, weil so eine Denke verhindert zum Beispiel, dass Wärmeleitungen sehr stark gedämmt sind, weil man sagt, ah, das liefert mir kurzfristig nicht diesen zusätzlichen Gewinn. Langfristig absolut und vor allem reduziert es auch meinen Energiebedarf, meine Flächen und so weiter. Und da muss man drüber reden, wie individuell die richtige Strategie ist. Und dieses drüber reden ist eben im Gesellschafterkreis, Aufsichtsrat und so weiter genau richtig. So, jetzt haben wir aber ganz sicher auch sehr viele Kommunen, in denen es bisher noch keine Stadtwerke gibt. Wie sieht da die Lösung aus? Zumindest aus unserer Sicht. Aus unserer Sicht braucht es einen kommunalen Wärmenetzbetreiber. Das klingt jetzt erstmal so groß. Ich habe schon mal ganz absichtlich das nicht Stadtwerk genannt, sondern kommunalen Wärmenetzbetreiber. Wir brauchen jetzt keinen Akteur, der die Gasnetze, Stromnetze, Glasfaser und alles übernimmt, sondern wir brauchen jemanden, der sich um Wärmenetze kümmert.
Und dieser Akteur darf durchaus sehr, sehr gerne mit erfahrenen Partnern zusammenarbeiten, die lokal vorhanden sind. Das heißt, Dienstleistungsverträge zu benachbarten Stadtwerken oder zum lokalen Handwerk, die Fähigkeiten und Kapazitäten haben, total essentiell. Nur was sozusagen der Unterschied ist, wenn ich sage, hier, ich baue selber einen lokalen Wärmenetzakteur auf, ich kann schauen, was können diese Kooperationspartner leisten. Wenn ich hier bei mir im Landkreis schaue, dann habe ich hier sehr viele, sehr etablierte, große und starke Stadtwerke, aber auch die kommen an ihre Grenzen, weil einfach in ihren Heimatstädten gerade so viel ansteht, so viel Transformation ansteht und so ein großer Ausbau des Wärmenetzes, dass sie sich nicht noch um all ihre Nachbarkommunen kümmern können. Das heißt, wenn man dann in Austausch mit diesen Stadtwerken tritt und sagt, okay, was könnt ihr wirklich leisten für uns, dann kommen Dinge raus, die sie eben ohne großen Aufwand nebenher machen können, aber für neue Akteure sehr, sehr wertvoll. Zum Beispiel der Handel an Energiebörsen, Strom- und Gashandeln an der Börse. Das muss nicht jeder selber können. Da kann ich ohne Problem zu den bestehenden Stadtwerken gehen. Die Leitwarte, die 24/7 besetzt ist, ja, auch das kann wunderbar durch bestehende Stadtwerke übernommen werden. Da brauche ich nicht selber jemanden hinzusetzen. Die meisten Stadtwerke freuen sich, wenn die zusätzliche Wärmenetze auf ihre Leitwarte drauf haben, dann ist das Personal ein bisschen mehr ausgelastet oder sie können vielleicht sogar eine zweite Person dazu setzen. Auch Kundenmanagement, Abrechnungssysteme und so weiter, gar kein Problem. Wo dann die Probleme anfangen, ist, wenn es um Leute geht, die draußen vor Ort sind, die sich um die Heizzentrale kümmern, die da rausfahren, die dann, weil es in der Nachbarstadt ist, im Stau stehen bis dorthin, da sagen dann die meisten Stadtwerke, oh, da sind die Kapazitäten dann doch eher knapp. Das heißt, an den Stellen würde ich jetzt eher andere Partner suchen. Und wenn ich eben sage, okay, in dem einen Bereich arbeite ich mit benachbarten Stadtwerken zusammen, dann kann ich im anderen Bereich vielleicht mit dem lokalen Handwerk zusammenarbeiten. Vielleicht habe ich einen großen Handwerksbetrieb, wo die Nachfolge schon geregelt ist, der auch Interesse hat, sich ein zusätzliches Standbein aufzubauen und der übernimmt mir den Betrieb von der lokalen Heizzentrale, kümmert sich um die Wartung der Anlagen dort. Teilweise erfolgt es sowieso über den Hersteller, aber teilweise ist es sicher auch gut, wenn da der lokale Betrieb mit eingebunden ist oder der übernimmt für mich die Installation der Übergabestation. Das heißt, ich suche mir auch zusammen, mit welchen Dienstleistern, also welche Dienstleister was abdecken können und bilde so ein Gesamtbild. Wofür brauche ich dann noch eigene Leute? Ja, vor allem für die strategische Ebene. Alle Fragestellungen, wie groß soll das Wärmenetz werden? Wo baue ich das Wärmenetz? Welche Energiequellen kommen? Welcher Wärmepreis? Wie sehen die Verträge aus? Wie sieht die Preisklausel aus? All diese strategischen Dinge müssen weiter gesteuert werden. Jemand, der die Ausschreibungen macht, die Bauarbeiten beaufsichtigt, all diese Themen, das ist total sinnvoll, wenn ich das selber mache, wenn ich das in der eigenen Hand habe. Das heißt, das ist das, wo ich den Fokus drauf legen würde, die Dinge, die ich eben nur ganz schwer externalisieren kann. Da, wo wirklich das Wissen der eigenen Gesellschaft drin steckt. Das ist tatsächlich immer noch ein sehr herausfordernder Teil, wo man gegebenenfalls wirklich Generalisten braucht, Leute, die sehr viele Themenbereiche abdecken können. Und daher ist es auch in dem Themenbereich sehr, sehr spannend, wenn ich mit benachbarten Kommunen vielleicht zusammenarbeiten kann, die dieselben Herausforderungen haben. Wenn ich merke, ah, die drei anderen Kommunen stehen vor denselben Problemen, die Nachbarkommunen, vielleicht kriegt man dieses Personal zusammen eingestellt und dann kümmert sich dieses Personal gemeinschaftlich um mehrere kleine lokale Wärmenetzgesellschaften, die jeweils Tochtergesellschaften sind der jeweiligen Kommune. Das heißt, die Kommune kann unkompliziert bestimmen, was hier passiert. Aber eben das Personal muss nicht nur das eine Wärmenetz betreuen, wo ich jedes Mal immer das erste Mal alles mache und das erste Mal ist immer alles viel komplizierter, sondern ich mache das gleich mehrfach, ich habe gleich eine kleine Skalierung, ich kann meine Lernerfahrungen mit einfließen lassen, womit das dann wesentlich besser läuft. Das heißt, das wäre so meine grundsätzliche Herangehensweise hier. Im Endeffekt tun wir am Ende die Handlungsfähigkeit der Kommunen herstellen, damit die strategische Wärmeplanung auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Denn wenn ich einfach nur die Wärmeplanung habe, dann steht da halt erstmal ganz viel bedrucktes Papier. Die Kunst ist das am Ende umzusetzen. Und damit die Kommune das überhaupt steuern kann und in der Hand hat, ist so ein eigener Wärmenetzbetreiber, sei es Stadtwerk oder neu aufgebaut in Kooperation mit vielen anderen Akteuren, etwas sehr, sehr Wertvolles, womit ich sehr, sehr gut steuern kann. Wenn man jetzt diesen Verlauf sich anschaut, was jetzt auf die meisten Kommunen zukommt, ist Folgendes. Die meisten Kommunen fangen jetzt mit der Wärmeplanung dann an. Formal muss die Wärmeplanung bei Städten kleiner 100.000 Euro bis spätestens Juni 2028 fertiggestellt sein.
Bei den ersten Kommunen, die jetzt Wärmeplanung gemacht hat, ging es schon mal 2 bis 3 Jahre. Wir erwarten, dass das jetzt bei kleineren Kommunen, vor allem auch wenn die Ingenieurbüros schon Erfahrung haben, eher so 1 bis 2 Jahre geht. Wenn man dann die Kommune fragt, was ist denn jetzt, das Planungsbüro, was die Wärmeplanung ausgeführt hat, fragt, was ist der nächste sinnvolle Schritt, werden die meisten sagen, eine Machbarkeitsstudie für Wärmenetze, eine BEW-Machbarkeitsstudie. Dafür kann man nochmal 1,5 bis 2 Jahre rechnen. Wenn man dann hinten dran sich überlegt, ja, wer setzt das Ganze jetzt eigentlich um? Mache ich das selber? Finde ich einen Betreiber? Vielleicht war zuerst so die Position, ja, haben wir gar keine Lust, das ist doch irgendwie ein gewinnbringendes Geschäft, da wird es doch ganz viele Betreiber kommen, wir schreiben das aus. Dann wird es auch ein Jahr dauern, dann fängt man an, die Wärmenetze zu bauen. Und wenn man das dann zusammenzählt, dann sind wir hier schon irgendwie bei 2033. Und ja, irgendwann dann mal kommt das Wärmenetz sehr, sehr langsam. Dabei gibt es jetzt aber verschiedene Probleme und Herausforderungen. Zum einen, wenn ich den Betreiber erst suche, nachdem ich die Machbarkeitsstudie abgeschlossen habe, dann ist das meistens zu spät. Ich muss während der Machbarkeitsstudie schon den zukünftigen Betreiber einbinden, weil er redet dann ganz gehörig wirklich mit. In der Machbarkeitsstudie wird ja schließlich auch über die Wirtschaftlichkeit diskutiert, wird über Konzepte diskutiert, welche Anlagen betrieben werden sollen und so weiter. Üblicherweise funktioniert das nicht so einfach hinter einer komplett abgeschlossenen Machbarkeitsstudie, die bis Leistungsphase 4 in der HOI geht, danach einem Akteur zu sagen, hier, bitte übernimm und mach einfach direkt weiter. Das heißt, ich habe hier einen Zeitverlust. Noch größeres Risiko ist, ja, dass ich gar nicht so schnell einen Betreiber finde oder der sagt, ah ja, okay, in 2, 3 Jahren kann ich es, dass dann irgendwie komplizierte Vergabeverfahren noch anstehen und so weiter. Und dann ist das Ganze vielleicht so weit fortgeschritten, dass zum einen schon die nächste Wärmeplanung ansteht, weil ich muss die alle 5 Jahre fortschreiben, die des Bundes. Und auch tatsächlich vielleicht plötzlich in meinem Gebiet, weil ja, die Wärmeplanung wurde hier veröffentlicht und dann ist nichts passiert aus Bürgersicht. Man hat nur gehört, ja, die Stadt will und sie weiß noch nicht genau wie, irgendwann soll mal ein Betreiber kommen, ganz viele Schleifen, hat alles ganz lang gedauert, dem vertraut ja niemand. Und dann kann es sein, dass die Bürger schon ganz viele Wärmepumpen eingebaut haben in manchen Straßen, wo eigentlich jetzt ein Wärmenetz hinkommen soll. Ja, und wenn da mal 20, 30% Wärmepumpen sind, dann ist das eigentlich unwirtschaftlich. Das heißt, die Frage nach einem Wärmenetzbetreiber ist sehr, sehr essentiell. Und so eine sequentielle Bearbeitung, dass wir einen Schritt schön nach dem anderen machen, dauert sehr lang und schafft eine sehr große Unsicherheit. Wir empfehlen daher eher so ein Vorgehen, wo ich sage, ich mache verschiedene Schritte parallel. Wenn wir jetzt sagen, die kommunale Wärmeplanung ist die politisch-strategische Ebene, dann dauert die 1 bis 2 Jahre. Und diese Zeit sollten wir nutzen, andere Dinge parallel zu tun. Und zwar den Grundsatzbeschluss über einen Akteur, über einen Wärmenetzbetreiber zu treffen zum Beispiel. Das heißt, dass wir gleich zu Beginn von der kommunalen Wärmeplanung darüber reden, was kann sich die Kommune vorstellen? Meistens kann man sehr einfach abschätzen, wo sich Wärmenetze lohnen werden. Und dass man darüber in Diskurs geht, hier, welche Rolle wird die Kommune darin einnehmen? Wenn man irgendeinen Akteur im Auge hat, der das vielleicht umsetzen soll, dass man mit dem spricht, kann der sich das vorstellen, kann er sich dasselbe vorstellen wie die Kommune? Das braucht seine Zeit und das ist gut, wenn man diese Zeit parallel zur Wärmeplanung nutzt. Parallel dazu kann man dann auch schon konkret eine Machbarkeitsstudie machen. Das heißt, man nimmt sich ein Gebiet raus, wo ganz klar ist, hier kommt auf jeden Fall ein Wärmenetz hin und sagt, hier machen wir schon mal eine kleine BEW-Machbarkeitsstudie. Nach einem Jahr, nach den ersten Schritten, der ersten Hälfte der BEW-Machbarkeitsstudie, hat man vielleicht auch schon einen Betreiber, mit dem man den zweiten Teil dann entwickeln kann. Und dann sind alle 3 Schritte vielleicht so circa nach 2 Jahren fertig. Das heißt, nach 2 Jahren habe ich nicht nur die KWP, sondern ich habe einen Grundsatzbeschluss darüber, mit welchem Akteur bzw. in welcher Akteurskonstellation ich das Wärmenetz betreiben will. Und ich habe im besten Fall eine BEW, die bis zur HOI Stufe 4 geht, wo ich danach eine Investitionsentscheidung treffen kann. Das heißt, wenn ich meinen Bürgern die Wärmeplanung vorstelle, muss ich nicht sagen, ja, wir wissen auch noch nicht, wie es umsetzbar ist. Wir machen jetzt erstmal eine Machbarkeitsstudie und dann schauen wir mal weiter. Sondern ich kann sagen, ja, wir haben hier das fertig. Und hier zum Beispiel in der Kernstadt wissen wir schon, hier kommt ein Wärmenetz, wir haben da auch schon eigentlich die Wirtschaftlichkeit und damit fangen wir jetzt konkret an. Das heißt, hier, der Akteur wird aufgebaut, die Verträge werden noch festgezurrt und wir gehen in die Umsetzung des ersten Projekts. Parallel dazu kann man die BEW ausweiten bzw. weitere BEWs machen für weitere Wärmenetzgebiete, aber ich bin konkret in der Umsetzung. Die Bürger kommen nicht in die Verlegenheit, sich zu überlegen, ist diese Wärmeplanung jetzt nur ein Papiertiger, der eh nicht umgesetzt wird,
sondern sie sehen ganz konkret, okay, die Kommune nimmt das in die Hand, die geht direkt voran und dadurch steigert das ganz extrem das Vertrauen. So haben auch die Bürger Vertrauen, dass das Wärmenetz kommt, wo steht, ja, okay, hier kommt erst ein Wärmenetz in 10 Jahren, weil sie sehen, ah ja, okay, die sind ja auch voll im Zeitplan für die Wärmenetze, die schon in 3, 4 Jahren da sein sollen. Das ist ein ganz guter Schritt und danach, während das hier läuft und ich Wärmenetze baue, kann ich dann eben die Wärmeplanung fortschreiben, dass ich dann eben weiter komme. Da kann ich dann die Erfahrungen aus meinen ersten Abschnitten machen in diese 5-jährige Fortschreibung und schauen, wie hat sich das entwickelt, kann schauen, wo sind jetzt Wärmepumpen gebaut worden, wo ich es nicht erwartet habe, da kommt sicher kein Wärmenetz mehr hin und in anderen Gebieten sind in Wärmenetzgebieten, wurden aber ganz sicher keine Wärmepumpen gebaut, da kommen dann die nächsten Schritte oder auch Erfahrungen aus den BEW-Machbarkeitsstudien lasse ich da einfließen. Das heißt, durch so einen Dreiklang kriege ich da wesentlich mehr Zug drauf, ich komme wesentlich schneller in die Realisierung und schafft damit auch Sicherheit. Damit ich so einen Dreiklang hinbekomme von 3 Prozessen gleichzeitig, die Wärmeplanung, die Akteursfrage und die BEW, muss wirklich die Verwaltung mit ihrem Gemeinderat zusammenarbeiten. Dafür ist ganz, ganz wichtig, dass in der Verwaltungsspitze anerkannt wird, dass das ein Thema mit hoher Priorität ist, wo man die nächsten 2 Jahre ganz besonders viele Ressourcen dafür einsetzen muss und wo man eben viele Diskussionen hat. Der Gemeinderat sollte frühzeitig und auch häufig eingebunden werden, damit er versteht, was sind die Probleme, was sind die Herausforderungen und wie will die Kommune das lösen. Und geht er da mit? Das heißt, dass die Kommune auch wirklich überhaupt eine Lösung entwickeln kann, wo sie auch sagt, okay, diese Lösung hat auch politischen Rückhalt. Diese Lösung wird auch die nächsten Wahlen überstehen, weil sie im großen Parteienbündnis getragen wird. Wichtig ist auch, dass von Anfang an möglichst alle Akteure eingebunden sind. Das ist sowas, wie ich vorher aufgezeigt habe, das lokale Handwerk im besten Fall einbinden. Vielleicht tun die benachbarten Stadtwerke schon ein kleines Wärmenetz in meiner Kommune betreiben. Dann schaue ich auch da, wie binde ich die da ein, dass sie nicht das Gefühl haben, ich nehme ihnen was weg, sondern dass ich ihnen aufzeige, okay, wir schaffen hier eine gute Kooperation, damit wir tatsächlich gemeinschaftlich viel umgesetzt bekommen. Die Öffentlichkeitsarbeit ist prinzipiell immer ganz, ganz wichtig. Da ist aber, wie ich gestern schon gesagt habe, eher die aus Sicht des GEGs, aus dem Einzelhausbesitzer, die relevanten Fragen. Das heißt, die KWP ist einfach zu sehr auf einer Metaebene, zu sehr auf einer strategischen Ebene, dass sie richtig viel Interesse bei den Bürgern wecken würde. Aber wenn ich konkret in die Umsetzung gehe, das ist etwas, was den Bürger sehr stark interessiert. Das heißt, da kann ich ihm auch wirklich aufzeigen, okay, wir legen los. Dadurch ergibt sich insgesamt eine gemeinsame Erzählung der Wärmewende, wo im besten Fall alle Akteure an einem Strang ziehen und dann da eben auch gutes Tempo kommt. Ja, letzter Punkt auf der Folie ist, auf das Wesentliche konzentrieren. Ich erlebe das immer wieder, dass dann zum Beispiel 2, 3 Jahre lang über Neubaugebiet diskutiert wird. Und das ist vollkommen legitim, aber Neubaugebiete, eigentlich auch nur schon gesetzlich, müssen klimaneutral errichtet werden. Unser Problem bei der Wärmewende ist der Gebäudebestand. Das heißt, wirklich mal schauen, welche Diskussionen führen wir? Sind die zielführend? Lohnt sich der Aufwand, den wir für diese Diskussion führen? Oder wie können wir manche Diskussionen abkürzen, zum Beispiel im Neubaugebiet? Ja, wenn da nur Einfamilienhäuser stehen, dann wird das einfach nur ein Gebiet mit individueller Versorgung und Luftwärmepumpen und gut ist, das funktioniert da wunderbar, aber die Diskussion dann da lieber auf den Bestand lenken. Wenn ich aus dem Neubaugebiet Synergien für den Bestand erzeugen kann, das heißt, ich tue an diesem Beispiel ganz konkret den Akteur aufbauen oder ich sage, ah ja, ich habe hier ein Wärmenetz, an das ich auch Bestandsgebäude anschließen kann, ja wunderbar. Dann ist es genau der Kristallationskeim, den wir brauchen für dieses erste Wärmenetz, für den Akteur. Aber da eben schauen, welche Diskussion lohnt sich, welche nicht. Am Ende, wenn wir das so angehen, dann kann Wärmeversorgung wirklich zur Daseinsvorsorge werden, so wie Wasser und Abwasser, da ist es selbstverständlich. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Ziel, was wir als Kommune verfolgen können, nämlich einen Mehrwert für alle Bürger, für die lokalen Unternehmen, aber auch für die Kommune selbst zu schaffen. Soweit von meiner Seite und der erste Teil. Jetzt sehr gerne Fragen. Ja, vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Sabine, ich glaube, dein Mikrofon ist auch. Entschuldigung, mein,
Mein Mikro war noch hochgestellt. Ja, vielen Dank für den spannenden Überblick über diesen Teil Wärmenetze und Betreiber. Wir haben jetzt die Gelegenheit, Fragen zu stellen und zu beantworten. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass Sie auch herzlich gerne die Fragen selbst stellen können, wenn Sie sich mit dem Handhebesymbol melden. Wir haben ja einige Fragen in die Fragen und Antwort reinbekommen und die spiele ich jetzt so nach und nach in die Diskussion und würde gern beginnen mit einer Frage von Jochen Sander, die ganz grundsätzlich erstmal fragt, welchen Sinn macht es denn überhaupt, Wärmenetze zu planen, wenn wir eigentlich davon ausgehen, dass der Gebäudebestand, dass der Energiebedarf sinkt? Also wie sinnvoll ist das ökonomisch und ökologisch, überhaupt in Wärmenetze zu investieren? Ja, tatsächlich sehen wir es in der kommunalen Wärmeplanung. Ganz häufig werden sogar sehr abenteuerliche Energieeinsparzahlen angesetzt. 40% Energieeinsparung hier in Baden-Württemberg. Wir sollen bis 2040 klimaneutral sein. Das heißt 40% Energieeinsparung bis 2000, in 17 Jahren. Dafür müssten alle Gebäude saniert werden. Aktuell liegen wir bei einer Sanierungsquote von 1 bis 2%. Das heißt dann irgendwie, dass wir 5, 6% Sanierungsquote haben, ist leider unrealistisch. Das heißt, wir müssen auch darauf schauen, was ist überhaupt realistisch an Energieeinsparung. Der sinkende Energiebedarf meistens korreliert ja ganz gut mit dem Wärmenetzausbau, weil ich baue ein Wärmenetz und anfangs schließen sich vielleicht nur 60, 70% an, also nur in Anführungszeichen ein bisschen. Aber perspektivisch werden sich immer mehr Leute anschließen, weil ihre Heizungen älter werden. Und das heißt, wenn auf der einen Seite von den bereits angeschlossenen der Energiebedarf sinkt und danach schließe ich weitere Gebäude an, ja, dann gleicht sich das aus, dann sind dauerhaft meine Wärmeerzeuger ausgelastet, mein Wärmenetz ist ausgelastet, dann passt das eigentlich recht gut zusammen. Genau, und die Frage ist ja auch, man kann ja auch im Prinzip noch nachverdichten, wenn einige Leute, ja. Ich habe hier zwei Fragen von Mortimer Müller, die miteinander zusammenhängen. Und zwar ist das ein bisschen die Reihenfolge der Wärmeplanung und Wärmenetzentwicklung. Also wenn der Fall eintritt, wie das in dieser Kommune wohl ist, dass ein Unternehmen schon ein Wärmenetz betreiben möchte und das anbietet, aber es noch gar keine kommunale Wärmeplanung gibt, ist es dann überhaupt sinnvoll, das schon mal zu machen? Du hast es ansatzweise auch schon angedeutet, aber wie ist denn eigentlich, also die Reihenfolge idealerweise, wenn man da schon Akteure am Start hat? Und braucht man denn überhaupt noch eine Wärmeplanung, wenn man schon ein Wärmenetz hat in einer Kommune? Genau, also prinzipiell die Wärmeplanung soll auf keinen Fall eine Verhinderungsplanung sein. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, wir haben hier 5 tolle Projekte und jetzt stellen wir die alle erstmal on hold, weil wir machen eine Wärmeplanung. Das ist auf keinen Fall so gedacht. Wenn ich heute schon sehe, dass hier ein Projekt wirtschaftlich ist und ich sogar schon einen Akteur habe, der es umsetzen will, ja wunderbar. Wo ich so ein bisschen darauf achten sollte, ist, dass je nachdem dieses Projekt noch größer wird, das heißt, ich muss so ein bisschen schauen, was ist drumherum, geht hier vielleicht. Vielleicht ist es die einzigste Straße, wo ich wirklich gut erneuerbare Energien in den Ort reinbekomme. Ja, dann sollte ich auf jeden Fall die Leitung groß genug auslegen, dass ich dann auch weitere Gebiete noch anschließen kann. Und was ich natürlich auch ganz häufig sehe, ist bei einem privaten Akteur, der schließt gerne die großen, die Ankerkunden an, die viel Wärme verbrauchen. Und dann ist plötzlich der ganze Rest unwirtschaftlich. Das heißt, ich sollte ja auch schauen, dass ich einen Modus finde, wo ich sage, okay, was ist, wenn wir nachher das Wärmenetz noch wesentlich vergrößern wollen? Und da kommen weitere Gebäude, die vielleicht gerade noch nicht so wirtschaftlich sind, die nicht so wirtschaftlich sind, die nicht so eine hohe Rendite abgeben, schließt der es ja auch an. Da muss ich irgendwie einen Modus finden, dass ich sowas kläre. Das heißt, auf jeden Fall jetzt schon in die Umsetzung gehen, aber weiterdenken. Genauso auch da die Transformation des Wärmenetzes schon andenken. Es ist aktuell wirtschaftlich kein Problem, noch ein Erdgas-PHKW-Wärmenetz zu bauen. Das läuft dann auf 70, 80 oder 80, 90 Grad Vorlauftemperatur. Ja, aber wenn ich später Wärmepumpen einsetzen will, dann sinkt vielleicht die Temperaturniveau. Und dann war das doof, dass ich das schon in die Verträge reingebaut habe, dass ich die ganzen Übergabestationen so gebaut habe. Das heißt, diese langfristige Entwicklung wirklich beachten bei Wärmenetzen. Und dafür ist die Wärmeplanung da, aber das kann ich eben auch sehr, sehr gut parallel zur Projektentwicklung schon einspeisen lassen. Meistens sind erste Ergebnisse aus der Wärmeplanung auch gut abschätzbar, wohin die Reise gehen wird.
Ernst Sachse stellt eine umgekehrte Frage, nämlich aus der Perspektive einer Bürgerinitiative, die in einem unerschlossenen Siedlungsgebiet eine Wärmegenossenschaft gründen möchte und da fragt, welche Planungs- und Verwaltungseinrichtungen man ansprechen muss, wenn man das realisieren will. Wärmenetze ist prinzipiell kein natürliches Monopol wie jetzt Gasnetz oder Stromnetz. Das heißt, in einer Kommune können mehrere Wärmenetzakteure unterwegs sein, theoretisch sogar in derselben Straße. Was sie brauchen ist, um Wärmenetz zu verlegen, das Wegerecht, dass sie da eine Leitung legen dürfen. Prinzipiell ist es so, wenn die Kommune einem Akteur das Wegerecht einräumt, dann wird es juristisch sehr, sehr schwer, das einem zweiten Akteur nicht einzuräumen. Das heißt, wenn irgendwo schon Wärmenetze sind, dann haben sie eine recht hohe Chance, dass sie das auch verlegt bekommen. Und zwar zu ähnlichen Konditionen wie der andere Akteur. Ich glaube, in 80% der Kommunen liegt dieses Wegerecht bei 0 Euro. Das heißt, ich kann einfach kostenlos da was verlegen. Die anderen 20%, die verlangen gewisse Gebühren. Ansonsten habe ich vor allem einfach das Genehmigungsrecht für die Heizzentrale. Und viel mehr ist es nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier kein groß besonders große Sachen, auch das, was wir gestern gehört haben, die kommunale Satzung, um Wärmenetzgebiet auszuweisen, die ist nicht zwingend notwendig. Ich kann natürlich, wie es auch heute schon immer passiert war, ohne eine kommunale Satzung ein Wärmenetz bauen. Und das funktioniert dann genauso gut. Wenn die Kommune da unterstützt und auch sagt, dass sie hinter dem Projekt hinten dran steht, das ist wunderbar. Oder eben, wenn ich sage, okay, gibt es später Schnittstellen, wo ich vielleicht mit einem großen Wärmenetz, was auch zu meinem Gebiet hinwächst, kooperieren kann, sowas wirklich frühzeitig abklären und da schauen, dass man gute gemeinsame Lösungen findet. Angela fragt, ob es eigentlich auch Anschlusszwänge für neue Wärmenetze in Bestandsgebieten gibt. Geben ist mal das eine, also rechtlich ist es möglich, in Schwäbisch Hall wird es auch tatsächlich gemacht, also hängt von dem Landesrecht ab, in Baden-Württemberg ist es ohne Problem möglich, wird meistens aus politischen Gründen gescheut. Also die meisten sagen, die Diskussion darüber, dass wir einen Anschluss- und Benutzungszwang machen, ist so mühselig und tut so viel Vertrauen zerstören, dass wir lieber keinen Anschluss- und Benutzungszwang machen. Und wir sehen tatsächlich in den Gebieten, wo Wärmenetze gebaut werden, wenn ich gerade eine Altersstruktur von über 80 Jahren habe, dass sich dann doch die meisten anschließen, weil sie sagen, okay, das ist eine gute Lösung und mir ist eigentlich so ein Wärmenetzanschluss viel, viel lieber, wie dass ich selber eine Wärmepumpe bauen muss. Hängt so ein bisschen auch vom Konzept ab, vor allem wenn ich schaue, dass die Investitionskosten für die Anschlussnehmenden eher niedrig sind, dann stößt das eigentlich auf große Freude bei allen. Ja, eine Frage ist populär hier hochgevotet worden von Jens, und zwar nach den Vorbildern der Fernwärmeversorgung. Dänemark, Schweden, Finnland sind hier auch genannt. Was brauchen wir, damit wir uns auch in diese Richtung entwickeln können? Also, wie kann man sozusagen die Bedingungen da übertragen? Ich meine, es wird jetzt ja keiner die Wärmeplanung nochmal anfassen, wo sie jetzt gerade verabschiedet wird. Aber so im Prinzip, was haben die, was wir nicht haben? Und kann man das auch irgendwie übertragen? Ja, im ersten Schritt war die Wärmeplanung in Dänemark ja eine Reaktion auf die Ölkrise in den 70ern. Und damals war das nicht das, was wir heute hier haben. Die haben eigentlich nur gesagt, okay, ich habe hier ein einzelnes Gebiet, wir haben hier einen hohen Wärmebedarf, wir wollen wegkommen vom Öl. Und ich mache jetzt eine Planung, ob hier ein Gasnetz hinkommen soll oder ein Wärmenetz. Und dann wurde es da danach direkt auch umgesetzt. Ja, da wir jetzt 40 Jahre später haben, ist uns so ein bisschen die Zeit verschwunden gegangen und wir müssen jetzt gleich direkt alles planen. Das ist die besondere Herausforderung der Wärmeplanung, die wir jetzt in Deutschland haben, die sie damals in Dänemark nicht hatten. Das heißt, wir versuchen jetzt, den Weg fertig bis zur Klimaneutralität zu planen und klar wird sich verändern. Das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, dass ich da den Unterschied verstehe. Aber diese Eindeutigkeit in Dänemark war natürlich extrem wertvoll. Hier kommt ein Gasnetz hin oder ein Wärmenetz. Das ist der erste Schritt. Das heißt, wenn ich das auch meinen Bürgern ganz klar sage, hier kommt ein Wärmenetz hin, bitte schließt euch an. Das Gasnetz wird stillgelegt werden. Hier wird kein Wasserstoff kommen. Das Gasnetz ist in 15, spätestens 20 Jahren weg, also raus aus dem Wohngebäudegebiet. Wir werden ein Rumpfnetz noch haben, was dann eben Prozesswärme liefert für Hochtemperaturprozesse. Vielleicht auch die Heizzentrale vom Wärmenetz ist an dieses Rumpfnetz angeschlossen. Aber in den reinen Wohngebieten werden wir kein Gasnetz mehr sehen. Das heißt, die Eindeutigkeit, das ist das eine, was ich kommunizieren kann. Und das zweite, was glaube ich auch in Dänemark
sehr, sehr speziell ist. Wir haben dort Akteuren, die entweder der Kommunen gehören, ohne Gewinnerzielungsabsicht, oder Genossenschaften, ohne Gewinnerzielungsabsicht. Das heißt, den Anspruch, der bei uns ganz häufig aus der Privatwirtschaft formuliert wird, sehr hohe Renditen, das haben wir dort nicht. Diesen Druck gibt es dort nicht. Das heißt, man schaut dort einfach, was ist für alle volkswirtschaftlich am günstigsten. Das realisiert man. Und die Einsparungen im Vergleich zum Status quo, die werden dann zwischen den Akteuren aufgeteilt. Und das ist, glaube ich, auch für uns ein sehr, sehr wichtiger Schritt, insbesondere eben in Kommunen, wo es noch gar keine Stadtwerke gibt. Da muss ich eben die Frage stellen, wie hoch muss eine Rendite sein, wenn ich bisher auch ohne diese Rendite auskam, wenn ich aber dafür durch das Wärmenetz eine Klimaneutralität herstelle, eine langfristige Preisstabilität und auch noch wesentlich geringere Emissionen vor Ort habe. Oliver aus Hochheim fragt, ob nicht die Planung von Wärmenetzen ein Wettlauf gegen die Zeit ist, weil immer mehr Bürger sich Wärmepumpen anschaffen werden und von der Perspektive dann absehbar ist, dass vielleicht gar nicht mehr genug Kunden da sind, um sich an ein Wärmenetz anzuschließen. Also was kann man da auch für Zahlen annehmen, ab wann ein Wärmenetz unwirtschaftlich wird? Ja, das ist unwirtschaftlich, das habe ich versucht vorher so ein bisschen darzustellen mit den drei Säulen von den Wärmenetzen. Das heißt, ja genau, mein Wärmenetzeignungsgebiet wird unattraktiver, weil der Wärmeabsatz sinkt, aber meine Baukosten bleiben gleich. Und von der Sicht her ist es auf jeden Fall ein Wettlauf gegen die Zeit. Umgekehrt kann ich aber auch sagen, gewisse Dinge wird die Zeit entscheiden. Ich habe jetzt heute Gebiete, zum Beispiel in der Innenstadt, wo ganz eindeutig ist, hier möchte ich auf jeden Fall ein Wärmenetz haben, weil alle sagen, so dicht. Also so einen hohen Energiebedarf, das kriegen wir hier nicht mit Luftwärmepumpen realisiert. Da würden in jedem Innenhof 8 Luftwärmepumpen sein, die ganzen Nachbarhäuser beschallen. Das macht keinen Spaß. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Gebiete, die eindeutig Wärmenetze sind, und genauso haben wir Gebiete, die eindeutig Luftwärmepumpen sind, dezentrale Gebiete. Und jetzt wachsen die beiden eigentlich ein Stück weit aufeinander zu. Ich weise Gebiete aus, wo ich sage, ja, wenn hier ein Wärmenetz kommt, dann kommt es zum Beispiel erst ab den 30er Jahren. Und dann in der Revision, in der Wiederholung von der Wärmeplanung schaue ich, okay, hier hatte ich zwei Gebiete, wo ich in beiden gesagt habe, ab vielleicht der Anfang der 30er Jahre kommt hier ein Wärmenetz hin, die Gebiete bis zu den 30er Jahren habe ich schon realisiert. Und dann sehe ich in dem einen Gebiet, oh, hier sind jetzt 30, 40% Wärmepumpen hin. Da muss ich doch ganz klar feststellen, anscheinend klappt das da ganz gut ohne Wärmenetz. Dann spare ich mir die Kosten. Im anderen Gebiet, was ich anfangs genauso bewertet habe, sehe ich jetzt aber, hier ist keine einzige Wärmepumpe gekommen oder nur ganz, ganz wenig, weil für die meisten ist es wohl keine Lösung. Das ist dort wohl absolut nicht attraktiv. Die Leute können sich das nicht vorstellen. Das passt nicht in den Investitionszyklus, wie auch immer. Und dann kann ich sagen, da realisiere ich jetzt das in Wärmenetz. Das heißt, die Gebiete, wo ich heute noch unsicher bin und sie deshalb in die Zukunft verschiebe, die werden im Laufe der Zeit immer eindeutiger darüber, ob da Wärmepumpen kommen oder nicht. Und so hilft uns eigentlich die Zeit zu entscheiden. Aber dieser Prozess im Extrem wäre eben, ich komme jetzt gar nicht ins Tun, ich kriege jetzt gar keine Wärmenetze gebaut, die nächsten 6, 7 Jahre, ja, dann dehnt sich das Ganze natürlich bis zur Innenstadt aus, da wo ich wirklich keine Wärmenetze habe, keine Wärmepumpen haben will. Und das heißt, es ist auf jeden Fall ein Wettlauf gegen die Zeit, aber ich muss ihn nur richtig berücksichtigen, dann ist das Ganze auch gut verträglich. Wir haben hier ein paar Fragen zum Thema Förderung. Einmal wird ganz grundsätzlich gefragt, ob Kommunen eine Förderung für den Ausbau von Wärmenetzen bekommen. Jane Brosch fragt, ob auch Initiierungsprojekte förderfähig sind, also Pilotprojekte, wie auch immer. Und Dieter Meyer fragt danach, wie man das KfW-Programm 432 energetische Stadtsanierung nutzen kann für die Wärmenetzplanung und Realisierung. Zur generellen Förderung, vor allem so, wie wir das in Zukunft machen werden, nämlich die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, da komme ich gleich im zweiten Teil dazu, zu anderen Förderprogrammen. Also aktuell gibt es noch das KWKG, also das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, mit dem kann ich auch Wärmenetze fördern, auch recht ähnlich Konditionen, 40% Förderung wie die BEW, die schauen uns aber nachher gleich an. Aktuell soll die KWKG 2026 auslaufen. Das ist komplett unglaublich, eine Verlängerung gibt. Das heißt, es kann sein, dass das Hauptförderinstrument in Zukunft auch ganz klar das BEW ist, was von sonstigen Inhalten auch sehr begrüßenswert wäre. Reine Initiierungsprojekte sind aktuell nicht förderfähig. Ich kenne da zumindest nichts. Ich würde sagen, das ist eine typische Lücke im Bundesförderbereich, wo ich als auf Landesebene eben Dinge anstoßen kann. Also in Baden-Württemberg gab es bisher
das Förderprojekt Energieeffiziente Wärmenetze, was dann einfach eine Aufstockung war zu den KWKG-Geldern. Das wird ein bisschen schwieriger in Zukunft, weil die BEW lässt keine Kumulierung mit anderen Fördermitteln zu. Das war eine Anforderung der EU. Das heißt, Initiierungsfördergelder für den Anstoß von neuen Wärmenetzen gibt es so nicht. Es ist aber in der politischen Debatte, ob man andere Sachen macht. Das heißt, dass man eher Fördergelder auszahlt, um Akteure aufzubauen. Aber da gibt es noch nichts Konkretes. Das KfW 432 Förderprojekt der KfW-Bank, das ist das Quartierskonzept oder Sanierungsmanagement. Ja, das korrespondiert auf der einen Seite so ein bisschen mit der BEW-Machbarkeitsstudie, hat aber mehr auch nochmal einen Quartierscharakter. Und ich kann mit dem Quartierskonzept aber auch nochmal, also Quartierscharakter im Sinne von Kommunikation raus in die Öffentlichkeit. Ich kann mit dem Quartierskonzept auch generell schauen, wie das gesamte Quartier klimaneutral wird, also auch Mobilität, Klimafolgenanpassung und so weiter. Ich kann aber dann nach, wenn ich so ein Quartierskonzept gemacht habe, aber auch insbesondere einen Sanierungsmanager einstellen. Das heißt, ich kann mir die Personalkosten zu 75% bezahlen für eine Person, die zum Beispiel Akquise für ein Wärmenetz macht. Das heißt, das kann ganz, ganz wichtig sein, dass ich mir darüber recht günstig Personal beschaffe und sage, okay, ich habe jetzt hier auch Ressourcen, um vor Ort aktiv zu sein, um für meine Idee zu werben, für das Wärmenetz zu werben. Und solche Förderprogramme sollte man auf jeden Fall immer mitdenken und mitnehmen. Ralf Hoffmann hat eine Frage zu kalter Nahwärme. Und zwar fragt er, ob mit der, also für kalte Nahwärme brauchen die Kunden ja eh noch zusätzlich eine Wärmepumpe, ob man mit dieser Methode sozusagen die Kunden auch im Netz halten kann, die schon eine Wärmepumpe haben. Im Netz halten. In dem Fall also habe ich sie ja noch nicht im Netz, aber ja. ins Netz bekommen. Ich glaube tendenziell eher nicht. Also wenn sich jetzt jemand zu aktuellen Preisen für 30.000 bis 40.000 Euro eine Luftwärmepumpe eingebaut hat, die jetzt vielleicht dann 5 Jahre drin hat, dann wird er die nicht wieder rausschmeißen dafür, dass er sich dann für 10.000, 20.000 Euro an ein Wärmenetz anschließt. Da er aktuell ja auch eine Wärmepumpe hat, kriegt er auch nur die Grundförderung in Höhe von 30%, beziehungsweise man müsste sogar mal ganz genau schauen, ob es da überhaupt Fördergelder gibt. Aber Beschleunigungsaufschläge gibt es auf keinen Fall. Das heißt, das ist relativ unattraktiv für ihn. Allgemein ist, glaube ich, das Thema Kühlen ganz, ganz häufig überschätzt aus meiner Sicht. Auf der einen Seite, wenn ich mein Haus dämme, dann reduziere ich in dem Wohngebäude eigentlich fast komplett den Kühlbedarf. Wenn ich ein gut gedämmtes Haus habe, dann habe ich da drin kaum Kühlbedarf. In dem Nicht-Wohngebäude, klar, habe ich Kühlbedarf in einem neuen Schulgebäude oder ähnliches. Insbesondere, wenn es gut gedämmt ist, weil ich die Wärme nicht mehr rausbekomme. Aber bei einem Wohngebäude, wo im Normalfall tagsüber die meisten Leute unterwegs sind, die Arbeitnehmenden oder auch die Kinder nicht zu Hause sind, sollte ich da keine großen Probleme haben. Und selbst wenn, Kühlen hat immer eine hohe Gleichzeitigkeit mit Photovoltaikerzeugung. Das heißt, ich kann das sehr, sehr günstig lokal selber machen, baue ich mein Klimasplit-Gerät ein und gut ist. Das heißt, da würde ich eher wirklich immer auch den Fokus einfach auf die Wärmeerzeugung legen. Das ist wesentlich wichtiger. Das andere, würde ich sagen, ist ein nettes Verkaufsgimmick, worüber sich vielleicht ein paar freuen. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich den großen Ausschlag gibt. Ich habe jetzt einen Teilnehmer, der sich hier gerne beteiligen möchte, direkt, nämlich Klaus Korn, und bitte die Technik, ihn zuzuschalten. Klaus Korn mit C. Da ist auch schon Klaus Korn. Bitte, was ist Ihre Frage? Ja, meine Frage ist nochmal zu dem Kaltwassernetz. Wenn man jetzt die Leute dazu bringt, dass sie eine Wärmepumpe einbauen, die also wasserseitig läuft und dann vielleicht im ersten Ansatz vielleicht die Luft nutzt, aber dann später auf das Kaltwasserwärmenetz zugreift, dann hat man doch eigentlich schon eine ganze Menge gekonnt. Also das denke ich mal, dass sie das jetzt so abtun, halte ich eigentlich nicht für gut. Ja, müsste man vergleichen, ne? Ist das für die Leute attraktiv, dass sie jetzt eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe bauen mit danach einer Luftaußeneinheit, was ich jetzt sagen würde, kein Standardmodell auf dem Markt ist? Kriege ich das wirklich beim Großteil der Gebäudeeigentümer hin, dass ich dadurch einen Mehrwert generiere? Und wenn die Leute dann eben da schon funktionierende Wärmepumpen haben, das heißt, ich habe da in dem Augenblick eigentlich die Wärmewende schon geschafft,
lohnt es sich dann für mich tatsächlich dann nochmal ein Wärmenetz zu verlegen, weil ich kann ja nur noch die Differenzkosten günstiger sein, oder gehe ich dann lieber in das Gebiet, wo die Leute eben gar keine Wärmepumpen eingebaut haben? Das heißt, ich würde da einige wenn dann ziehen und muss man ganz sicher im Einzelfall betrachten. Aber die Wärmewende ist wirklich ein sehr, sehr großes Projekt, wo wir über wahnsinnig viele Bestandsgebäude reden. Und wenn irgendwo was klimaneutral ist, dann wird das wahrscheinlich so bleiben, weil wir dürfen nicht vergessen, was für ein Preisdruck entstehen wird. Wir haben einen CO2-Preis, der auf europäischer Ebene beschlossen wurde. Da sagen die Experten, der wird Anfang der 30er Jahre durch die Decke gehen. Das heißt, da sehen wir das, was wir vor ein, zwei Jahren gesehen haben, nämlich den Run auf die Wärmepumpen. Und da ist jeder froh, der nicht sein Heizkreissystem anfassen muss und sagen kann, ich bleibe einfach bei dem, was ist. Das ist schon klimaneutral, ich zahle keinen CO2-Preis. Weil alle anderen, die den CO2-Preis dann zahlen werden, werden da bereit sein, sehr viel zu zahlen, um vom CO2-Preis wegzukommen. Und das heißt, aus dieser Sicht her würde ich das einfach nicht als wahrscheinlich annehmen. Ich habe ja einfach wieder eine Entsorgung mit dem Lüfter. Das ist das teilweise wirklich das Teure, die Wanddurchbrüche, die Fundamente und all diese Kosten. Die setze ich alle komplett in den Sand. Naja, also ich hatte nur eher dran gedacht, an dieses Thema, wenn es draußen zu kalt wird, dann setzt die Heizkartusche ein und macht im Grunde genommen den Wirkungsgrad kaputt. Und hier kann das Kaltwärmenetz, sage ich mal, im tiefsten Winter richtig helfen und Energie einsparen. Das ist vollkommen richtig. Das ist definitiv ein Problem bei Wärmepumpen. Das Ärgerliche an diesem Problem ist, dass es dem Einzelnen nicht wehtut. Vor allem, solange er einen Durchschnittsstrompreis bezahlt, kann ihm vollkommen egal sein, ob er bei minus 12 Grad einen wahnsinnig hohen Stromverbrauch hat, wenn er im Durchschnitt auf eine gute Jahresarbeitszahl kommt. Das heißt, ja, wir sehen tatsächlich, dass Wärmepumpen häufig unterdimensioniert sind und man eben sagt, ja, minus 12 Grad, das tritt so selten auf. Ja, genau, dann tun wir halt direkt mit dem Heizstab heizen. Vollkommen egal. Aus individueller Sicht ist das richtig. Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist das natürlich Irrsinn, weil genau das ist unser Spitzenlaststrom. Genau das ist das, was unser Wärmenetz nachher ausmacht. Und das tut richtig weh. Aus der Perspektive werbe ich aber auch tatsächlich für warme Wärmenetze, weil da habe ich dann gar keine dezentralen Wärmepumpen mehr. Und im warmen Wärmenetz kann ich halt einen großen Wärmespeicher hinstellen. Also, geschweige denn, vielleicht ist sogar ein saisonaler Wärmespeicher, wo ich dann sage, jetzt gerade habe ich 2 Wochen lang keinen Wind, der Strom. Preis ist gerade richtig hoch, ja, dann ziehe ich halt 2 Wochen nur aus dem Wärmespeicher Wärme. Ich habe keinerlei Wärmepumpen, die laufen. Und wenn danach 2 Wochen lang der Wind sehr, sehr stark weht, dann nutze ich meine zentralen Wärmepumpen, fülle meinen Speicher wieder auf, regeneriere den und habe dadurch wieder einen Vorteil. Mit den individuellen Wärmepumpen kann ich das immer nur innerhalb eines Tages ein bisschen verschieben, die Lastspitzen. Und natürlich, Effizienz ist da gut, wenn die Anlagen groß genug ausgelegt sind, auch gut, aber der große Hebel entsteht da wirklich eher durch ein warmes Wärmenetz, dass ich da einfach ganz viele Verbraucher gar nicht mehr habe, dann, wenn der Strombedarf besonders hoch ist. Ja, vielen Dank, Herr Korn. Ich würde gerne noch zwei Fragen vor der Pause noch reinnehmen. Die eine ist eine pragmatische Frage von Markus Schäfer. Den interessiert, wie man eigentlich bei der Wärmeplanung von der Aufgabenstellung zur Abgabe von Angeboten kommt und welche Regeln da gelten. Genau, also in Baden-Württemberg gibt es ein Musterleistungsverzeichnis der KRBW, was jetzt natürlich die aktuelle baden-württembergische Wärmeplanung abdeckt. Da gibt es jetzt auch schon einige Kommunen, die in Baden-Württemberg dieses Musterleistungsverzeichnis verwenden und einfach hinten dran noch einen Satz schreiben, ja, okay, bitte alternativ dann die Bundeswärmeplanung umsetzen, falls sie bis dahin beschlossen ist. Zu beachten ist natürlich auch, dass sich die Bundeswärmeplanung, auch wenn sie jetzt dann vielleicht diese Woche beschlossen ist, noch nicht das Landesrecht ist. Das muss jeweils im einzelnen Bundesland bestimmt, also ein Gesetz kommen, das die Wärmeplanung dann umsetzt, weil der Bund verpflichtet die Länder und die Länder müssen dann ihre Kommunen verpflichten. Oder sie könnten es auch selbst machen, werden sie aber wahrscheinlich nicht. Das heißt, kleine Details können sich noch ändern, vor allem für Kommunen kleiner 10.000 Euro, wo das vereinfachte Verfahren ist. Dieses Ausschreibungsverfahren ist aber in dem Sinn interessant, das sollte man sich immer bewusst halten. Bei den meisten Kommunen, wo ich es jetzt mitbekommen habe, die holen sich ein paar Angebote ein. Diese Angebote sind, also das Ganze ist unterhalb des EU-Schwellenwerts für die meisten Kommunen. Das heißt, sie holen sich Angebote ein und vergeben es dann direkt zum festen Preis. Und genau das ist die Grafik, die ich vorher hatte. Die Diskussion um einen Wärmenetzakteur, die führe ich als Planungsbüro sehr, sehr ungern, wenn ich nur einen festen Preis bekomme, weil das kann etwas sehr, sehr Zeitraubendes sein.
Wenn ich diese Diskussion um den Wärmenetzakteur mir komplett spare, dann habe ich am Ende wesentlich mehr Gewinn. Das heißt, durch die Art des Ausschreibungsdesigns haben die Wärmenetzbetreiber, haben die Planungsbüros kein Interesse daran, diese Diskussion über den Wärmenetzbetreiber zu führen. Und das ist halt ein Problem, aber genau deshalb sehen wir, warum es so wichtig ist, dass die Kommunen tatsächlich diese Diskussion führen und dann eben dem Planungsbüro vorlegen und sagen, so haben wir uns entschieden, bitte berücksichtige das. Ja, und eine letzte Frage von Axel Bretzke, die ich ein bisschen als rhetorisch auch verstehe. Und zwar fragt er danach, wie viele Kommunen eigentlich die Verpflichtung haben, eine Wärmeplanung vorzulegen und wie viele Energiebüros es gibt, die das können. Also ein Hinweis auf den Fachkräftemangel. Können wir es überhaupt schaffen? Ja, das ist sicher eine berechtigte Frage. Das wird ganz sicher aber auch an den Vereinfachungsregeln liegen, wie sehr werden wir wo ins Detail gehen müssen. Also in Baden-Württemberg war das jetzt so, dass wir von etwa 1100 Kommunen waren etwas über 100 Kommunen verpflichtet. Und parallel dazu haben jetzt, ich glaube, 300 Kommunen die freiwillige Wärmeplanung angefangen. Diese 100 verpflichteten Kommunen haben schon mal die Hälfte der Einwohner Baden-Württembergs abgedeckt. Ähnlich dürfte das bundesweit sein, wobei da die Schwelle vielleicht eher bei 50.000 Einwohnern liegt. Also wir haben sehr viele, sehr kleine Kommunen. Also gerade zum Beispiel Bayern hatte ich, glaube ich, mal eine Zahl gehört. Ich glaube, Bayern hat 3-4-mal so viele Kommunen wie Baden-Württemberg. Sehr, sehr, sehr viele, sehr kleine. Und da wird wahrscheinlich fast überall die Vereinfachungsregel greifen und dann wird man die auch einfach nutzen. Das heißt, wir reden nicht überall von dem Aufwand wie in einer Stadt mit 200.000 Einwohnern. Gleichzeitig muss man auch sagen, die Planungsbüros haben sich damit auseinandergesetzt, die letzten Jahre schon. Das Vorhaben stand schon im Koalitionsvertrag. Das heißt, das ist jetzt nichts, was ganz plötzlich auf ganz viele Planungsbüros einprasselt, sondern den Großteil des Wissensaufbaus, den Großteil des Ressortkapazitätsaufbaus in Planungsbüros sollte schon erfolgt sein oder zumindest sollten die ausreichenden Startlöcher sein, um das jetzt richtig zu skalieren. Und daher glaube ich in der Summe, dass das schon machbar ist. Es ist sicher ambitioniert, aber Ambitionen brauchen wir auch in Anbetracht des Klimawandels. Jetzt doch noch eine Frage, weil es wirklich auch zu den Wärmenetzen ist und wie man sie auslegen und mit welchen Erzeugern betreiben kann. Und zwar nach den großen Solarthermiefeldern gibt es da eigentlich Beispiele dafür, dass die so große Solarthermiefelder mit saisonalen Speicher, dass das auch wirtschaftlich betrieben kann, werden kann oder ist das als unwirtschaftlich zu betrachten? Also in Dänemark gibt es davon einige. Es werden in Deutschland jetzt gerade 3 Projekte realisiert. Und ich habe jetzt noch nie von einem von diesen Projekten gehört, dass sie unwirtschaftlich seien. Also auf jeden Fall wirtschaftlich. Und wenn man sich die Entwicklung der Energiepreise anschaut oder gerade der Inflation aktuell, das macht das Ganze ja umso wirtschaftlicher. Das heißt, man rechnet das Ganze ja immer zum Status quo aus und sagt, ja, okay, passt das? Und dann entwickeln sich aber die Energiepreise. Und in den letzten Jahren haben wir gesehen, die Energiepreise entwickeln sich ziemlich schnell, ziemlich ambitioniert nach oben. Und dadurch wird das Ganze noch viel, viel wirtschaftlicher, weil ich habe dann die Solarthermieanlage genau einmal gebaut. Ich habe den saisonalen Wärmespeicher genau einmal gebaut. Und danach kann ich mich über Inflation freuen, weil im Verhältnis dazu wird es dann immer günstiger. Und genau das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, dass ich dann eben nicht mehr inflationsabhängig bin. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt alle eine kleine Pause verdient und machen Pause bis 17.15 Uhr. Ja, hallo, ich hoffe, Sie hatten eine erholsame Pause. Wir sehen uns jetzt wieder zum zweiten Teil und ich bitte Raphael Gusek zu starten. Wunderbar, damit machen wir direkt weiter. So, genau. Jetzt wollten wir uns im zweiten Teil etwas näher Betreibermodelle für Wärmenetze anschauen. So, was könnten Sie jetzt als Kommune machen, wenn Sie zum Beispiel eben noch keine eigenen Stadtwerke haben? Das heißt, wir hatten ja vorher hier diese 3 Pfeile, die politisch-strategische Ebene der kommunalen Wärmeplanung. Die war gestern im ersten Teil und jetzt sind wir hier im zweiten Fall Grundsatzbeschluss über Akteur und Rolle der Kommune. Prinzipiell kann man die Betreiberformen in 3 grobe Kategorien einteilen. Das überlappt sich auch immer wieder. Aber es gibt entweder die Möglichkeit, eine Vergabe komplett an externe Dritte. Das heißt, die Kommune hat damit nichts mehr zu tun. Und das Zweite ist, die Stadt, die Kommune baut zwar zum Beispiel ein Wärmenetz, aber verpachtet es dann an Dritte. Und das Dritte ist eine städtische Wärmenetzgesellschaft. Das ist ganz klassisch eben ein Stadtwerk zum Beispiel.
Und das Ganze sollte eigentlich eine Grundsatzentscheidung sein zur Umsetzung von Wärmenetzen, denn wenn die Kommune es einmal entschieden hat, dann ist es sehr, sehr schwierig, da mit Mischsystemen umzugehen. Ja, das Erste und Zweite sind sicher noch vermischbar, ne? Wenn ich irgendwie sage, okay, an manchen Orten macht irgendwie ein komplett externer Akteur was, an anderen Orten baut die Stadt und verpachtet es an anderen. Aber wir sehen da einfach Probleme, wenn dann zwei verschiedene Wärmenetzgebiete sind mit verschiedenen Akteuren. Also erstmal von der Kommunikation ist das sehr herausfordernd an die Bürger. Und dann werden wir in den nächsten Jahren einen sehr, sehr großen Wärmenetzausbau sehen, sondern dass diese Gebiete vielleicht auch aufeinander zuwachsen. Und dann habe ich immer ganz blöde Schnittstellen, weil ja, die einfach verbinden wird nicht funktionieren, sowohl vom Druck, Temperaturniveau, wie auch hydraulisch. Das sind ganz, ganz viele technische Herausforderungen hinten dran, wie auch in dem Augenblick, wo sie wirklich verbunden sind, müssten den beiden dieselben Preise gelten. Das heißt, das ist nichts Erstrebenswertes. Das heißt, wirklich das Ziel wäre ein Wärmenetz, Betreiber pro Ortsteil. Und wenn ich jetzt sehr, sehr dicht bin mit der Nachbarkommune oder vielleicht dazwischendrin eine perfekte Gelegenheit ist für einen großen saisonalen Wärmespeicher, dann kann ich da sogar auch nochmal drüber diskutieren, okay, wie tue ich sowas größer denken? Dann schauen wir doch einmal ganz konkret rein in diese drei Varianten. Erstens eine gesamte Vergabe an einen externen Dritten. Ja, da erfolgt die Planung, Bau und Betrieb durch den Dritten. Aber es ist eben natürlich sehr, sehr wenig, oder der Vorteil ist, dass es wenig Arbeit für die Stadt ist. Das heißt, sie kann einfach sagen, hier, mach mal bitte, wunderbar, fertig. Nachteil ist, ja, die Stadt hat sehr, sehr wenig Einfluss auf das Ganze. Sie kann keinen Einfluss auf zukünftige Ausbauschritte nehmen. Sie hat keinen Einfluss auf die Erzeugungstechnologie, ob das wirklich eine langfristig günstige ist. Sie könnte jetzt nichts dagegen tun, wenn der Akteur hier einfach sagt, okay, er baut hier ein Wärmenetz hin, das komplett auf Erdgas-BHKW aufsetzt. Jetzt ab nächstem Jahr nicht mehr möglich, so ganz so einfach, aber sie kann das eben nicht steuern, ob das wirklich im Sinne von ihren Bürgern ist. Hat keinen Einfluss auf Preise und so weiter. Und da kann eben auch sehr, sehr schnell passieren, dass die Gebäude angeschlossen werden, die jetzt sehr, sehr gewinnbringend sind, aber für alle anderen Gebiete, wo vielleicht ein Wärmenetz immer noch sehr sinnvoll wäre, weil die alternative Luftwärmepumpe nicht so attraktiv ist, der Betreiber dann sagt, da hat er eine geringere Renditeerwartung, kein Interesse. Dann kann die Kommune dagegen nichts tun und sie kann eben auch nicht mehr sagen oder so einfach sagen, ja, okay, dann baut sie da ein Wärmenetz, weil meistens grenzen diese Gebiete genau an die anderen Gebiete an und dann ist das an der Stelle nicht mehr so einfach. Und sie hat ja die gewinnbringendsten Gebäude sind schon angeschlossen und dieser Start von einem Wärmenetz, gerade von einem neuen Wärmenetzbetreiber, ist immer sehr herausfordernd. Das heißt, dann wird das nicht so einfach. Und daher muss man sich sehr gut entscheiden, ob man so einen Weg wählt oder eben eine der anderen beiden Optionen. Ja, bei dem Teil, bei der Option, was auf jeden Fall möglich ist, ist ein kleines Wegenutzungsentgelt, das die Stadt verlangen könnte durch den Wärmenetzbetreiber. Aber das schreckt natürlich auch schon ab. Nicht so optimal. Hier hinten dran ist ein kurzes Beispiel, das können, wer es will, sich im Nachgang noch anschauen. Das zweite Modell ist Bau durch die Stadt und Verpachtung an einen Dritten. In dem Fall baut die Kommune klassisch gesehen das Netz und verpachtet den Betrieb und die Betriebsführung an einen externen Dritten gegen eine Pachtgebühr. Meistens werden in diesen Fällen die Erzeugungsanlagen durch den Pächter gebaut und da sieht man gerade, dass dieses Modell sich auch so ein bisschen wandelt. Weil bisher war das dann meistens so, die Stadt baut das Wärmenetz und zum Beispiel die Heizzentrale. Aber das, was innen drin ist, das BHKW und den Gasspitzenkessel, der kommt dann vom Pächter. Und dann konnte dieser Vertrag nach 10 oder 20 Jahren auslaufen und dann hat man halt einen neuen Pachtvertrag gemacht und der neue Pächter hat wieder seinen eigenen Gasspitzenkessel und sein eigenes BHKW reingesetzt. Das ging relativ gut bisher. Mit den zukünftigen Erzeugertechnologien wächst aber so ein Netz viel, viel stärker an die Wärmeerzeuger zusammen. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, zum Beispiel, wir haben ein großes Erdwärmesondenfeld oder ein Einlass- und Auslassbauwerk. Das ist ja jetzt nichts, was der Pächter einfach mal schnell baut und dann sagt nach 20 Jahren, ja, ich gehe dann mal wieder und der Nächste kann ein neues Erdwärmesondenfeld bauen. Das funktioniert nicht. Umgekehrt aber, wenn die Stadt jetzt auch all diese Wärmeerzeuger baut und das dann komplett verpachtet, dann wird der Pächter nochmal versagen, jetzt wird ihm hier ein Konzept vorgesetzt, wo er eigentlich nur noch ganz, ganz wenig Einfluss hat, wo er nur noch über den Preis steuern kann. Und eigentlich ist ein Großteil der Risiken, also technologische Risiken und so weiter, liegt dann schon bei der Stadt. Das heißt, da geht sie dann viel, viel weiter, wie sie will.
Daher glaube ich, dass das ein Modell ist. Das hatten wir zwar in den letzten 10, 20 Jahren relativ häufig gesehen. Aber ich glaube, wenn wir schauen, wie sich die Wärmeerzeugung verändert, werden wir dieses Modell, glaube ich, immer seltener sehen. In dem Fall schließt der Wärmekunde immer noch einen Vertrag mit dem Pächter ab. Das heißt, der Kunde sieht gar nicht, dass das Netz eigentlich im Besitz der Stadt ist. Die Einflussnahme der Stadt hängt dann ganz stark davon ab, wie diese Verträge zwischen Pächter und Verpächter geschlossen sind. Da muss man wirklich auch schauen, dass man sich gute Verträge abschließt, dass die Stadt da auch weiterhin Einfluss behält und nicht einfach nur eine geringe Rendite hat durch den Bau des Wärmenetzes, sondern eben auch sagen kann, okay, wir können damit auch einen gewissen Teil der Gestaltung voranbringen und eben auch umsetzen kann, dass große Teile des Netzes angeschlossen werden. Inwieweit das immer funktioniert, rechtliche Grenzen und so weiter, das ist alles nicht ganz so trivial. Sollte man sich davor sehr, sehr gut schlau machen, ob das wirklich der Weg ist, den man gehen will. Auch hier ein kurzes Beispiel hinten dran. Die dritte Variante ist die städtische Wärmenetzgesellschaft. In dem Fall erfolgt Planung und Bau durch die Stadt. Und die Stadt oder die städtische Wärmenetzgesellschaft schließt eben auch die Wärmelieferverträge mit den Wärmeabnehmerinnen ab. Das heißt, die Preise werden durch die Gesellschaft festgelegt. Das gesamte Risiko liegt bei der Gesellschaft. Aber die Betriebsführung des Wärmenetzes kann natürlich trotzdem an externe Dritte gegeben werden. Da spricht gar nichts dagegen. Das heißt, ich kann jetzt hier eben wunderbar externe Dritte einbinden. Das benachbarte große Stadtwerk kann ich eben wunderbar sagen, hier, Leute, ihr habt doch noch Platz auf der Leitwarte. Könnt ihr mein Netz nicht auch 24/7 betreuen, wenn irgendwo was ist, dass die Kunden da anrufen können und so weiter. Da spricht gar nichts dagegen. Trotzdem liegt der Wärmenetzbetrieb dann bei der städtischen Gesellschaft. Bei so einer Variante habe ich eben sehr großen Gestaltungsraum, aber auch Verantwortung. Dieser Gestaltungsraum, wenn ich da wirklich neu anfange und auch kein so erfahrenes Team habe, das ist dann schon wirklich sehr herausfordernd. Aber das kann sich durchaus auch lohnen. Deshalb da auch schauen, mit wem kann ich mich zusammenschließen? Wer bringt da vielleicht sonst noch Erfahrung mit? Wo finde ich Personal und so weiter? Auch hier ein kurzes Beispiel. Genau. Jetzt schauen wir uns mal diese verschiedenen Betreibermodelle an im Vergleich. Also genau, wir hatten es jetzt gerade diese drei Modelle und dass es eben eine Grundsatzentscheidung ist. Und so eine Grundsatzentscheidung hat so an sich, meistens bringt es nicht so viel, die zu vertagen. Wenn Sie die jetzt, Sie können die ein und für sich jetzt diskutieren oder nach der Wärmeplanung oder nach der BEW-Studie, Sie werden nicht groß schlauer werden, ne? Also Sie sehen vielleicht konkreter, wo sich überall Wärmenetze eignen, aber wie schon vorgesagt, diese Gebiete verändern sich auch. Die werden tendenziell immer kleiner, umso länger Sie mit Wärmenetzen warten. Das heißt, was aus unserer Sicht sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass Sie diese Grundsatzdebatte wirklich frühzeitig führen. Über die Vor- und Nachteile von diesen drei Konzepten diskutieren. Wo können Sie das umsetzen, was Sie umsetzen wollen? Welches Ambitionsniveau haben Sie? Was trauen Sie sich zu? Mit welchen Partnern können Sie agieren und so weiter? Schauen wir uns auch gleich an. Was das Ganze sehr, sehr viel einfacher macht, ist die Diskussion eben anhand von einem konkreten Projekt. Das hatte ich ja vorher auch schon dargestellt. Für die Bewertung gibt es ganz unterschiedliche Dimensionen und daher ist es auch so schwer, sich da zu entscheiden. Ich kann sowohl die Investitionsbedarf und die Finanzierungsfragen mir anschauen und sagen, okay, kriege ich das gestaltet? Ne? Also ein externer Dritter, ja, ein privatwirtschaftlicher Akteur wird so ein Projekt natürlich nur machen, wenn er genügend finanzielle Mittel hat. Aber genügend finanzielle Mittel für was? Für nur das Kernnetz mit den größten Ankerkunden oder wirklich für einen Großteil des Stadtgebiets, was aus der Wärmeplanung vielleicht rauskommt? Genauso muss ich das auch als Kommune schauen. Wie kann ich sowas umsetzen? Habe ich vielleicht irgendwie Möglichkeiten, dass sich Bürger da auch noch Geld investieren können oder nicht? Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die ich in jeder einzelnen Variante durchdiskutieren kann. Die wirtschaftliche Betrachtung ist ganz sicher sehr, sehr relevant, dass ich anschaue, was für Preise verlange ich hier? Was für eine Renditeerwartung steckt drin? Über welchen Zeitraum soll so ein Wärmenetz abgeschrieben werden? Welche Renditeerwartung habe ich? Das sind sehr, sehr tiefgehende Diskussionen, die man jetzt nicht mal so in einer Gemeinderatssitzung in einer halben Stunde löst, sondern das braucht eben wirklich Vorlaufzeit, da klar zu werden, was ist die eigene Position. Abhängigkeit und Versorgungssicherheit hängt ganz stark mit dem Energiekonzept zusammen. Ich kann heute Energieträger einbauen, wo ich ganz klar sagen kann, okay, ich bin eigentlich maximal autark, zum Beispiel eben eine sehr große Solarthermieanlage mit einem stationären Wärmespeicher. Und dann habe ich nur noch die Wärmepumpe, die mir vielleicht diesen saisonalen Wärmespeicher so ein bisschen umschichtet im Winter. Oder aber Konzepte, wo ich komplett an den internationalen Energiemärkten hänge.
Wenn ich jetzt komplett auf Wasserstoff-PHKWs setze, dann habe ich eine maximale Abhängigkeit. Und da gibt es sehr viele Grautöne dazwischen. Also zum Beispiel der Import von Biomasse, fester Biomasse, das ist heute vielleicht noch wirtschaftlich, aber da die immer mehr gebraucht wird, und zwar nicht nur in Wärmenetzen zur zentralen Wärmeversorgung, sondern auch als Prozesswärme oder in der chemischen Industrie als Ausgangsrohstoff, wäre meine Einschätzung, dass da die Preise ganz stark steigen. Das heißt, durch die Wahl der Betreiberform oder erstmal durch die Wahl der Wärmequelle habe ich ja ganz stark die Abhängigkeit zwischen oder entscheide ich über die Abhängigkeit und die Versorgungssicherheit. Und danach, über die Betreiberform, ist halt die Frage, wie weit kann ich darauf Einfluss nehmen oder nicht. Auch die Gestaltung prinzipiell eben genau dieser Wärmeerzeugungsanlagen ist ein relevanter Punkt. Und auch Systemdienlichkeit. Ich hatte es vorhin mit Stromnetz angesprochen. Ich kann so ein Wärmenetz so aufbauen, dass es volkswirtschaftlich sehr, sehr systemdienlich ist, dass ich damit wirklich mein Stromnetz stütze oder eben nicht. Und das ist dann die Frage, inwieweit habe ich Interesse daran, jetzt schon heute da in die Zukunft zu denken oder nicht? Wie sage ich, mein einziges Optimierungsparameter sind heutige finanzielle Erwägungen oder berücksichtige ich auch Systemdienlichkeitsdinge, Dinge, die vielleicht langfristig sowieso kommen werden, wo ich dann aber im Vorteil bin, wenn ich die schon heute berücksichtige. Und das hängt eben am Ende alles ganz, ganz stark damit zusammen, wer setzt das um, mit welchen Interessen wird das umgesetzt. Auch Betrieb und Organisation hat natürlich ganz großen Einfluss, je nach Variante. Was muss ich selber aufbauen? Wo kann ich auf erfahrene Leute zurückgreifen? Wo muss ich selber Leute qualifizieren? Und das sind eben grundsätzlich Dinge. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite eine sehr starke politische Positionierung, wie will ich das angehen, aber auch die gesamtgesellschaftlichen Perspektiven. Also zum Beispiel, wenn ich hier sage, okay, ich hätte hier gerne eine Strategie mit großen Freiflächen, Solarthermieanlagen, trägt das die Gesellschaft mit, also die zum Beispiel die Landwirte, dass ich hier Flächen brauche. All diese Themen hängen eng zusammen und sollten grundsätzlich diskutiert werden. Das sollte man nicht irgendwie nur übers Knie brechen. Und ich glaube, wenn man sich da wirklich Zeit nimmt und sagt, okay, wir starten damit mal grundsätzlich zu Beginn der kommunalen Wärmeplanung, dann hat man auch ausreichend Zeit, sowas ernsthaft zu diskutieren. Wie diskutiert man jetzt sowas? Wir haben hier mal ein paar Leitfragen aufgeschrieben für so eine Grundsatzentscheidung. Welcher Wärmenetzbetreiber könnte es denn sein? Als Fragen sehen wir hier zum Beispiel, also verstehen wir zentrale Wärmeversorgung als kommunale Daseinsvorsorge? Das ist ein ähnlicher Anspruch wie bei der Wasserversorgung oder Abwasserversorgung. Das steht jedem Bürger zu und ich versuche jedem Bürger ein Angebot zu machen und habe gleichzeitig als Stadt keine Gewinnerzielungsabsicht. Trage ich sowas mit oder nicht? Zutiefst politische Frage. Muss jede Stadt für sich selbst beantworten, zusammen mit ihren Gremien. Dann gibt es bestehende Strukturen, die genutzt werden können. Wie ist zum Beispiel die Wasserversorgung momentan organisiert? Habe ich vielleicht schon irgendwo ein kleines Wärmenetz, wo gewisse Leute Erfahrungen mit haben? Habe ich benachbarte Strukturen in Nachbarstädten? Das ganz viele Punkte, wo ich mal schauen kann, okay, woran kann ich das überhaupt andocken? Gibt es lokale Partner, die uns unterstützen können? Wo ist schon was passiert? Wer ist bereit, zusammenzuarbeiten mit uns? Wie kann eine Zusammenarbeit aussehen? Auch ganz zentrale Fragen. Gibt es andere Kommunen, die das gleiche Problem haben? Ich kann Ihnen sagen, das ist ja das Schöne jetzt gerade, alle Kommunen wollen Wärmeplanung machen. Das heißt, nach und nach kommen alle Kommunen auch zu denselben Problemen und kann sehr, sehr, sehr unterstützend sein, wenn sie das nicht alleine machen müssen, sondern mit anderen. Sei es, um voneinander zu lernen oder eben auch tatsächlich zusammen umzusetzen. Dann die Frage natürlich nach dem Geld. Wie können die Eigenanteile finanziert werden? Wollen und können wir Bürger bei diesen Prozessen mit einbinden? Und abschließend hätten wir jetzt hier noch die Frage, gibt es kommunales Personal, das Fähigkeiten und Interessen am Wärmenetzbetrieb hat? Bei mir in der Nähe ein sehr, sehr großes Wärmenetz wurde dann vom Abwassermeister gemacht, der einfach sehr, sehr viel Erfahrung hatte mit Versorgung und der hat eigentlich danach auch die ganze Akquise und alles gemacht. Das heißt, es war einfach eine Person in der Kommune, die sich dessen angenommen hat und die das Ganze aufgebaut hat. Und manchmal gibt es solche Leute und wenn es schon so jemanden gibt, großartig. Das heißt, da auch einfach mal ein bisschen kreativ sein und schauen, worauf kann ich aufbauen, woran kann ich anschließen? Und wenn man da einfach sich ausreichend Zeit nimmt und einen Suchprozess ein bisschen startet, dann findet man vielleicht auch individuell eine ganz gute Lösung, wie man es vor Ort selbst gut lösen kann. Das heißt, damit haben wir uns jetzt so einen zweiten Pfeil so ein bisschen angeschaut. Und jetzt wollen wir noch kurz die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze anschauen. Nicht im Detail, aber dass Sie ungefähr mal einen Eindruck haben, was das ist. Und das ist nämlich eben hier der dritte Pfeil.
Die BEW ist an und für sich die Förderung für den Bau erneuerbarer Wärmenetze. Das heißt, bei Gebäuden gibt es die BEG, Bundesförderung für effiziente Gebäude. Die gilt bis 16 Gebäuden oder bis 100 Wohneinheiten. Und sobald wir bei über 16 Gebäuden sind oder über 100 Wohneinheiten, greift die BEW. Und das heißt, die haben ganz klar abgegrenzt. Man ist immer entweder in der BEG oder in der BEW. Außer beim Neubau, da ist man gegebenenfalls nirgends. Wenn ich jetzt im Neubau einfach eine Wärmepumpe einbaue, dann ist das nicht BEG und nicht BEW. Wenn ich aber im Neubau auch an Wärmenetze anschließe, dann ist das auch BEW. Die BEW gibt es jetzt seit letztem Jahr, die wurde im September beschlossen. Wurde sogar eigentlich noch von der alten Bundesregierung beschlossen. Das war dann aber, hat ziemlich lang gedauert, bis das EU-rechtlich vom Beihilferecht her freigegeben war und jetzt beschlossen. Es gibt an und für sich keine große Kritik an der BEW, würde ich sagen. Die einzige Kritik, schwerwiegend genug, ist, dass es zu wenig finanzielle Mittel gibt. Das heißt, alle sagen, hier, das ist genau das Förderprogramm, was wir brauchen, was genau den richtigen Weg zeigt, was uns auch einen guten Handlungsrahmen gibt, um umzusetzen. Es muss noch mit mehr Geld hinterlegt werden. Das wird man schauen, ob das jetzt schon in der Diskussion gerade um die Wärmeplanung passiert oder ob das erst in den nächsten Jahren passiert. Aber das ist schon sehr, sehr politisch präsent, dass da mehr Geld hinterlegt werden soll. Für neue Wärmenetze schreibt die BEW vor, dass die mindestens 75% erneuerbare Energien nutzen müssen. Das steht jetzt auch zusätzlich neu im WPG, also im Wärmeplanungsgesetz. Das heißt, das ist demnächst nicht mehr nur die Frage, ja, nutze ich diese Förderung? Habe ich Lust, die 75% Erneuerbare zu erfüllen? Nee, in Zukunft ab dem 01.01.2024 müssen alle Wärmenetze mindestens 75% Erneuerbare nutzen, egal ob sie gefördert werden oder nicht. Was auch spannend ist, was jetzt auch ins WPG reinkommt, ist, dass es eine Begrenzung der Biomasse gibt, und zwar abhängig von der Netzlänge. Bei Wärmenetzen, die 20 bis 50 Kilometer lang sind, darf zu Beginn maximal 35% Biomasse drin sein, bei noch größeren Wärmenetzen maximal 25%. Das heißt, in meinem kleinen Bioenergiedorf gar kein Problem, kann ich weiterhin komplett mit Holz heizen. Frage natürlich, ob das sinnvoll ist, mal mindestens die Solarthermieanlage vorsehen, um im Sommer zu reduzieren. Und vielleicht kommt man dann auch noch zur Wärmepumpe, um es weiter zu reduzieren. Aber bei großen Wärmenetzen ist die ganz klare Position, wir haben nicht genügend Biomasse, um das alles umzustellen. Wenn ich bei neuen Wärmenetzen bin, redet man davon Machbarkeitsstudie, und bei bestehenden Netzen ist es dann der Transformationsplan. Bei bestehenden Wärmenetzen, aber auch bei neuen, gibt es zusätzlich auch noch das Ziel, bis 2045 maximal 25% Biomasse zu nutzen, bei eben mittleren Wärmenetzen und bei großen Wärmenetzen maximal 15%. Das heißt, da wird schon ganz klar gesagt, wo die Zukunft gesehen wird und wo nicht. Sehen wir nachher auch gleich nochmal genauer. Prinzipiell, die BEW begleitet den Wärmenetzprozess. Wirklich von der ersten Idee bis zum laufenden Betrieb gibt es verschiedene Module, die ineinander greifen. Und wenn ich eine BEW mache und das ernst nehme, was da drin steht, und nicht irgendwie versuche, das zu umschlängeln, dann wird das eigentlich im Allgemeinen, würde ich sagen, ein sehr gutes Wärmenetz. In Modul 1 wird eben eine Machbarkeitsstudie oder ein Transformationsplan gemacht. Das kann man zusätzlich nochmal in zwei Schritte unterteilen, hier A und B. Nämlich erstmal gibt es eine Art vorbereitende konzeptionelle Phase. Das wäre in HOI so ungefähr nur die Leistungsphase 1, wo man sich wirklich nochmal ganz genau anschaut, welche Potenziale gibt es, wo könnte mein Wärmenetz sein und so weiter. Dieser Schritt, der hat eine große Überschneidung mit der kommunalen Wärmeplanung, und das ist tatsächlich auch positiv. Das heißt, ich kann diesen Schritt auch zu großen Teilen schon aus der Wärmeplanung rausnehmen und sagen, ah ja, hier lohnt sich ein Wärmenetz, hier, das sind die energetischen Potenziale, und jetzt lege ich los. Nach diesem Schritt, im zweiten Teil 1b, mache ich die Leistungsphasen 2 bis 4, das heißt eine konkrete Entwurfsplanung bis zur Genehmigungsplanung, und tue das Ganze technisch und wirtschaftlich ausarbeiten und schauen, ist das Ganze wirklich tragfähig. Für diesen zweiten Schritt ist eigentlich schon sehr, sehr wichtig, dass ein Betreiber eingebunden ist. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt. Ohne Betreiber können Sie das zwar formal weiterführen, aber Ihr Planungsbüro wird irgendwas annehmen. Und danach haben Sie eben keine Garantie, dass der Betreiber, den Sie nachträglich finden, das auch wirklich so umsetzen will. Oder ob er sagt, ah, nee, da gehen wir wieder zurück. Das kann ich so nicht mittragen. Für diesen Planungsprozess gibt es 50% Förderung. Das heißt, das ist eigentlich recht gut gefördert. Wenn ich dann Modul 1 fertig habe, gibt es Modul 2, die systemische Förderung. Die fördert mir die weiteren Leistungsphasen nach HOI, Leistungsphase 5 bis 8.
den Bau von Wärmeerzeugern, da insbesondere Wärmepumpen und Solarthermieanlagen, aber auch Geothermie, Abwärme, Einkopplung und so weiter. Ich darf auch Wasserstoff nutzen als Gasspitzenlastkessel, aber das wird nicht gefördert und ist mengenmäßig begrenzt. Der Bau von Wärmenetzen wird gefördert, Wärmespeichern, Übergabestationen, also eigentlich alles, was zum Wärmenetz dazugehört. Und das alles bekommt einfach pauschal 40% Förderquote. Das heißt, ich habe hier eine sehr, sehr gute Förderung. Zusätzlich gibt es jetzt eine Betriebskostenförderung, wo ich danach für den Betrieb von Wärmepumpen oder Solarthermieanlagen eine Vergütung bekomme pro Einheit Wärme, die ich produziere. Bei Wärmepumpen sind das bis zu 9,2 Cent pro Kilowattstunde Umweltwärme, die meine Wärmepumpe generiert bzw. ins Netz einspeist, und das Ganze über 10 Jahre. Und bei Solarthermieanlagen ist das 1 Cent pro Kilowattstunde auch über 10 Jahre. Das ist ein bisschen das Pendant, was wir bisher im KWKG hatten für BHKWs, wo wir gesagt haben, ja, bei Blockheizkraftwerken, die Strom erzeugen, kriegen wir Geld dafür, dass sie Strom ins Netz einspeisen. Und jetzt kriegen wir eben Geld dafür, dass wir Wärme erzeugen. Das ist eine Anschubfinanzierung und das macht vor allem diese Anlage nochmal viel, viel wirtschaftlicher wie BHKWs. Und daher werden wir da jetzt eine große Verschiebung sehen. In der Vergangenheit war es einfach so, die Förderung für BHKWs war so attraktiv, dass es sich allein durch die Überförderung der BHKWs nicht gelohnt hat, Wärmepumpen einzubauen. Und jetzt haben wir sowohl geänderte Randbedingungen als auch hier auch eine Förderung für Wärmepumpen. Und daher werden wir jetzt in den nächsten Jahren sehr schnell sehr viele Wärmenetze sehen, die wirklich auch zentral auf Wärmepumpen setzen. Und das ist eben nicht nur im dezentralen Gebiet die zentrale Wärmequelle der Zukunft, sondern eben auch in Wärmenetzen sind Wärmepumpen das zentrale Element, um Wärme bereitzustellen. Wenn man das jetzt alles zusammennimmt, die BEW, die systemische Förderung, die Betriebskostenförderung plus auch noch die Hausanschlusskosten, die die Netzkunden zahlen werden, dann kommt man da häufig auf 60-70% Förderung oder Gelder, die schon zusammenkommen, der Gesamtinvestitionskosten. Das heißt, der Eigenanteil liegt mit 30-40% in vielen Projekten gar nicht mehr so hoch. Man braucht trotzdem noch eine Absicherung, wenn man sowas dann angeht und kein Eigenkapital hat. Das heißt, wenn ich jetzt als Kommune komplett eine neue Gesellschaft gegründe, die kein großes Kapital hat, muss ich das zusätzlich absichern. Aber man sieht, hier wird einfach schon mal durch verschiedene Einnahmequellen der Invest ganz erheblich reduziert und der Rest ist dann meistens doch eigentlich relativ gut tragbar. Zusammenfassend, was haben wir denn jetzt gemacht? Wir hatten gestern hier diesen ersten Teil ganz intensiv angeschaut, die politisch-strategische Ebene der kommunalen Wärmeplanung, insbesondere auch das Zusammenspiel mit dem GEG. Wir haben heute nochmal den Grundsatzbeschluss über Akteure und Rolle der Kommune angeschaut, dass es wirklich notwendig ist, frühzeitig einen Akteur zu gründen und welche Optionen wir hierzu haben, und haben am Ende gesehen, dass auch die BEW-Machbarkeitsstudie hier von diesem Akteur abhängt. Wenn wir es schaffen, diese drei Prozesse gemeinsam zu verbinden, dann kommen wir wirklich in eine schnelle Wärmewende. Wir sind jetzt Ende 2023. Ich glaube, wenn Sie jetzt wirklich gut starten, dann können Sie, also in 24 starten, können Sie sehr gut in 2026 schon hier drüben sein, wo Sie sagen, okay, wir bauen jetzt ganz konkret den Akteur auf und kommen schon direkt in die Umsetzung des ersten Projekts. Das heißt, da kann man wirklich Tempo aufnehmen. Und wenn ich das mache, dann baut das eben auch großes Vertrauen auf gegenüber meinen Bürgern. Und bei der Fortschreibung der Wärmeplanung verändert sich dann möglichst wenig, weil ich eben diese Wärmenetze tatsächlich realisiert bekomme. Wenn ich sequenziell angehe, wie ich es vorher dargestellt habe, dann glaube ich, werden Wärmenetze ganz stark verzögert werden und wir werden wesentlich weniger Wärmenetze realisieren, wie es eigentlich aus Sicht der Wärmeplanung sinnvoll gewesen wäre. Und da habe ich eben große Anpassungen. Genau, als zentrale Punkte aus meiner Sicht, es ist notwendig, die parallel eben zur Wärmeplanung zu erörtern, wer die Wärmenetze tatsächlich realisiert oder betreibt in Zukunft. Und diese Betreiberfrage, die werden Sie nicht im luftleeren Raum beantworten können, sondern Sie brauchen ja für ein konkretes Projekt. Das heißt, schauen Sie, dass Sie irgendwo ein konkretes Projekt haben, wo Sie schon eine BEW-Machbarkeitsstudie drauf machen können, sei es, dass die Innenstadt ist oder das große Neubaugebiet, wo Sie sagen, ah ja, von hier aus erweitere ich dann aber direkt das Wärmenetz auch in den Bestand rein. Und die Kommune nimmt ganz klar eine aktive Rolle in der Koordination von Wärmenetzen ein. Das steht jetzt auch so im Gesetz drin und gegebenenfalls eben sogar auch eine aktive Rolle in der Umsetzung. Das ist aber laufende Diskussion. Das muss in jeder Kommune einzeln entschieden werden. Zum Abschluss habe ich jetzt hier noch eine Folie, und zwar den Anstieg der erneuerbaren Energien in den letzten 20 Jahren in Baden-Württemberg. Das ist aber bundesweit auch nichts anderes. Wir hatten hier im Jahr 2005
So, ja, 2000, ungefähr 5% Erneuerbare, 20 Jahre später hatten wir 25% Erneuerbare. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, sind wir im Jahr 2100 bei 60%. Was wir jetzt aber brauchen von Gesetzes wegen ist, dass wir bis 2040 schon bei 100% sind. Das heißt, wir haben für ungefähr die restlichen 85% noch 17 Jahre. Und genau dieser Knick, dass wir das hinkriegen, dass der Ausbau der Wärmeerzeuger, der Erneuerbaren wesentlich schneller erfolgt, da stehen wir jetzt. Das heißt, es braucht dringend eine Kurskorrektur und die Wärmeplanung ist der erste entscheidende Schritt auf diesem Weg. Und wenn Sie den Gestaltungsraum nutzen, der durch die Wärmeplanung und auch die anderen Förderinstrumente wie BEW oder BEG aufgemacht wird, dann glaube ich, ist es tatsächlich realistisch, das umzusetzen. Und dadurch kann eben wirklich ein Standortvorteil entstehen und auch die Lebensqualität vor Ort gesichert werden. Soweit von mir und jetzt sehr gerne nochmal eine Runde mit Fragen. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen Überblick, der ja auch eine Handlungsanleitung ist, mit der man eigentlich gleich losziehen könnte. Ich glaube, du könntest jetzt die Folieneinblendung eigentlich auch beenden, dann, weil wir die jetzt eigentlich ja nicht mehr brauchen. Wir haben einige Fragen, und ja, zum Thema Betreibermodelle habe ich eigentlich jetzt hier gar nicht so viele Fragen, aber mit denen beginne ich jetzt. Und zwar fragt Mortimer Müller noch nach einem anderen Modell, nämlich zum Beispiel sich an einem Netz eines Betreibers, eines Dritten zu beteiligen, zum Beispiel mit 40%. Das wäre doch auch eine Option. Dann muss man es nicht selbst machen, also hat nicht so viel Verantwortung, aber hat trotzdem noch Einfluss. Was ist davon zu halten? Genau, also Beteiligen setzt natürlich voraus, es gibt schon einen bestehenden Akteur. In dem Fall, ne? Also es bringt mir jetzt ja nichts als Kommune A, wenn ich mich am Wärmenetz in Kommune B beteilige. Dass ich das in Kooperation mache, ja, auf jeden Fall. Was ich hier bei uns sehe, bei uns im Landkreis ist, ich werde keinen externen Akteur finden, der selber eigentlich noch genügend Kapazitäten hat. Also wenn ich das mit einem Stadtwerk aus der benachbarten Kommune mache, dann hat es meistens jetzt schon das Lastenheft komplett voll, weil die eigene Kommune so viel will, auch wenn es ein sehr, sehr starkes Stadtwerk ist. Und wenn es ein privatwirtschaftlicher Akteur ist, dann werde ich mich aber ganz sicher auch dem seine Interessen akzeptieren müssen. Wenn der eine große Renditeerwartung hat, dann wird es halt diese Renditeerwartung geben. Und dann muss ich schauen, stimmt das mit meinen Interessen überein? Das heißt, das Wärmenetzgebiet wird wahrscheinlich eher kleiner sein. Aber wenn es mit meinen Interessen übereinstimmt, wunderbar. Sehr, sehr gutes Modell. Dann kann man das gemeinschaftlich umsetzen. Aber ich muss eben schauen, welche Kompromisse mache ich dabei und welche Kompromisse kann ich eben nicht mittragen. Ja, hier ist noch eine passende Frage, speziell zu Baden-Württemberg auch. Wie viele Wärmenetzbetreiber gibt es da eigentlich so anteilig, prozentual in den Gebietskörperschaften? Und ja, wie viele davon sind kommerzielle Anbieter? Die Marktübersicht habe ich da tatsächlich nicht. Müsste man mal bei der AGFW reinschauen. Also jetzt allein bei mir im Landkreis, wir haben hier 39 Kommunen. Ich würde sagen, in vier, fünf Kommunen gibt es Stadtwerke, die das wirklich selber betreiben. Wir haben jetzt gerade zwei Kommunen, die das komplett neu angefangen haben. Die sagen, sie machen das auch wirklich als städtische Gesellschaften ohne Gewinnerzielungsabsicht, weil eben sie kamen bisher ohne den Gewinn aus, brauchen sie auch in Zukunft nicht. Wir haben hier aber auch sehr viele private Akteure, die das dann teilweise in Kooperation machen mit den Kommunen, also Pachtverträge. Teilweise auch private Akteure, die es komplett alleine machen. Das heißt, wir haben hier bei mir im Landkreis wirklich die gesamte Bandbreite. Ja, man muss aber auch sagen, im Landkreis Ludwigsburg gibt es wahrscheinlich schon in 25, vielleicht fast 30 Kommunen von den 39 in irgendeiner Form Wärmenetze. Das heißt, da sind wir hier natürlich auch ein Stück weit schon gesegnet, aber das meiste sind sehr kleine Netze, die sich gerade nur so auf kommunale Liegenschaften erstrecken, wenige Gebäude drumherum. Und da ist jetzt die Kunst, wie kriegen wir das in die Breite, damit wirklich eine Wärmewende gelingt. Und da muss man auch die Akteursfrage nochmal neu stellen. Funktioniert das in der Konstellation, wie wir es die letzten 20 Jahre gemacht haben? Oder muss ich jetzt etwas an der Akteurskonstellation verändern, damit ich auch wirklich ausreichend Tempo aufnehme, dass die Wärmewende in der Breite realisieren kann?
Ja, zu der Veränderung der Akteurskonstellation ist hier noch eine Frage von Martin Lippel, der sagt, in der Kommune gibt es bereits ein privates und ein kommunales Wärmenetz. Also das Kommunale ist über die Stadtwerke und das Private möchte eigentlich gerne nur Großkunden versorgen. Wie soll sich die Kommune da verhalten? Sollte man versuchen, dieses Wärmenetz zurückzukaufen? Das ist ja ein Stück weit genau das Problem, was ich versucht habe anzusprechen, zu sagen, ah ja, okay, der Private hat natürlich monetäre Interessen und wenn der jetzt alle Großkunden, die besonders lukrativ sind, wegnimmt und dann vielleicht liegt er auch noch besser gelegen zu energetischen Potenzialen, sei es dem Fluss oder dem Abwasser, Hauptabwassersammler, ja, dann habe ich da ein Problem, wie ich den Rest versorgen kann. Und das heißt, ich muss auf jeden Fall auf den zugehen, ich kann den ja nicht irgendwie enteignen oder ähnliches und muss gemeinschaftlich eine Lösung finden. Und ich glaube, da muss man dann einfach mal auch versuchen, was zu verstehen, was sind die Interessen des anderen. Und vielleicht merkt man dann, ah, okay, der andere hat gar kein Interesse eigentlich an dem Netz, sondern sagt, hier über die Wärmeerzeugung macht er den Gewinn. Und dann teilt man das vielleicht auf und sagt, ah ja, okay, die Kommune kauft das Netz zurück und der andere hat seine Wärmeerzeuge, damit darf er in das Netz einspeisen. Ich garantiere ihm, dass er einspeisen kann. Ich kaufe ihm seine Wärme ab, da darf er auch gerne seinen Gewinn machen. Aber weitere Wärmeerzeuger werden durch die Stadt realisiert. Das heißt, einfach schauen, was ist da, was sind die Interessen, wie bekomme ich die verschiedenen Akteure mit den verschiedenen Interessen zusammen und danach aber wirklich auch eine Struktur schaffen, wo ich das handeln kann. Ne? Also wenn es wahnsinnig kompliziert ist, dann kann ich mich am Ende vielleicht auch komplett blockieren und dann kriege ich den Netzausbau nicht weiter. Und das ist jetzt das Wichtige, dass ich wirklich jedes Jahr ein paar Kilometer Wärmenetz baue, weil das ist das, was wirklich am meisten Zeit brauchen wird. Können denn Kommunen überhaupt ohne Ausschreibung Betreiber suchen und muss man das vielleicht sogar europaweit ausschreiben? Genau, wenn ich einen externen Betreiber habe, dann ist das auf jeden Fall ausschreibungsrelevant. Und da muss ich auch ganz stark unterscheiden zwischen eigenen Gebäuden, die mit Wärme versorgt werden, weil da kaufe ich quasi Wärme ein für meine kommunalen Gebäude. Oder eben, wenn ich jetzt ausschreibe für andere Gebäude, da habe ich unterschiedliche Vergabeschwellen, muss dann ganz genau schauen, in welchem Vergaberecht ich drin bin. Bin ich in einer europaweiten Ausschreibung und so weiter. Das heißt, da wirklich Einzelfall anschauen, sehr genau prüfen. Auch insbesondere bei allen Mischformen. Das ist immer sehr herausfordernd, bis hin zu, selbst wenn ich eine eigene Gesellschaft gründe, sollte ich es auch da nochmal ganz genau prüfen. Ist das, was ich jetzt hier gerade vorhabe, in Ordnung? Oder braucht es davor vielleicht eine Marktanalyse, die sagt, okay, ich habe hier Erforderungen definiert, wie 70% des Stadtgebiets mit einem Wärmenetz versorgen. Ich finde keinen privatwirtschaftlichen Akteur, deshalb tue ich es als Kommune. Das heißt, da muss ich mal ganz genau schauen, was ist notwendig, um das vergaberechtlich sauber zu machen und das dann eben auch angehen. Aber da wirklich bitte Experten dazu ziehen. Hier war noch eine Frage von Jörg Block, dass gerade über das Programm energetische Stadtsanierung Machbarkeitsstudien gemacht werden für verschiedene Dörfer, die jeweils dann eine eigene Genossenschaft haben werden. Und er stellt sich die Frage, ob das eigentlich effizient ist, und ob man nicht fürchten muss, dass da zu viele Schnellschüsse gemacht werden. Genau, also sowas komplett aus der Ferne zu beurteilen, ist natürlich immer schwierig. Vom Grundgedanken her finde ich es aber nicht schlecht. Ich habe überall eine Genossenschaft, die Bürger sind selbst die Eigentümer, also wenn es Energiegenossenschaft sind, wo die Wärmekunden selbst investieren, dann sind sie ihre eigenen Eigentümer. Und das ist erstmal per se gut. Ich habe das Kapital, die Leute haben ein großes Vertrauen in das Wärmenetz. Was jetzt das Wichtige ist, ist, dass ich diese ganzen Genossenschaften auch gut gemanagt bekomme. Und da greift dann vielleicht, dass ich sage, okay, alle Genossenschaften zusammen besitzen einen Akteur, in dem die Experten sitzen, die diese Genossenschaften führen. Das heißt, die teilen sich dann vielleicht das Personal und tun dadurch Synergien schöpfen. Oder das ist die Rolle, wo die Kommune sich einbringt. Auch da wieder das Vergaberecht ganz stark beachten. Und da, also ich würde nicht empfehlen, dass ich fünf eigenständige Genossenschaften habe, die gar nichts miteinander zu tun haben und alle die ersten Schritte gehen müssen, weil die wahnsinnig mühsam sind. Aber wenn ich diese Synergien nutze, dann kann sowas gut funktionieren und muss ich halt schauen, ob ich das dann alles in einen Hut bekomme und ob ich das Personal qualifiziert bekomme und so weiter. Wenn es schon Genossenschaften gibt oder beziehungsweise Bürger, die Genossenschaften betreiben wollen, wie können Kommunen, also kleine Kommunen beispielsweise, die sich das nicht selber zutrauen, diese Genossenschaften denn gut unterstützen? Glaube, von dem, was ich mitbekommen habe,
haben wir tatsächlich meistens Genossenschaften in eher kleineren Orten. Das heißt, ich sage mal pauschal kleiner 5000 Einwohner, vielleicht sogar eher kleiner 2000 Einwohner von engagierten Bürgern. Auch sehr pauschal eher im Rentenalter. Und jetzt für eine generelle Wärmewende ist das nicht ausreichend. Ich kann nicht aufs Zufallprinzip hoffen und sagen, hier kommt hier vielleicht eine Genossenschaft. Das heißt, ich muss immer schauen, die Wärmeplanung ist ein strategisches Instrument. Das heißt, ich muss schauen, eine Strategie, wie kriege ich das umgesetzt? Und wenn ich jetzt in der Breite Genossenschaften haben will, dann muss ich eben schauen als Kommune, dass ich das strategisch angehe und wirklich in der Breite Genossenschaften aufbaue und fördere. Und das kann eben insbesondere das ganze technische Know-how sein, das ganze Wissen, weil wir sehen eben, dass Genossenschaften, die rein aus dem Ehrenamt getragen werden oder mit nur sehr geringen Vergütungen, dass das sehr schnell an Leistungsgrenzen geht. Und wenn ich da Fachpersonal habe, gerade vielleicht als Kommune, wo ich sage, okay, ich stelle einen Quartiersmanager ein oder Sanierungsmanager nach KfW 432 und dem seine Aufgabe ist, die Genossenschaften zu unterstützen, sei es technisch oder sei es administrativ. Wunderbar. Wenn ich dann zusätzlich noch Machbarkeitsstudien bezahle, das kann ich ja auch als Kommune ohne Probleme. Diese ersten Schritte, die ersten 10.000, 20.000 Euro, wo gar nicht klar ist, kommt hier überhaupt ein Wärmenetz, ist für eine Genossenschaft eine wahnsinnige Herausforderung. Wenn ich sowas dann übernimm, kann ich damit wirklich Genossenschaften unter die Arme greifen und das anstoßen. Wichtig wäre nur, als Kommune ist meine Verantwortung, an alle Bürger zu denken. Das heißt, diese große Strategie, wenn ich will, dass das nur Genossenschaften machen, dann muss ich das an die Kommunen, an die Genossenschaften übergeben und denen aufzeigen, okay, bitte denkt auch daran oder jenes. Wir müssen da irgendwie Konzepte entwickeln, wie wir alles abdecken können, wo überall Wärmenetze hinkommen. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr zu dem Thema Betreibermodelle. Wenn Ihnen spontan noch was einfällt, können Sie sich gerne noch melden und sich zuschalten lassen. Ich würde jetzt noch auf andere Fragekomplexe eingehen, die bislang nicht erschöpfend behandelt wurden, und hätte da erstmal selber noch eine Frage. Vorhin war die Rede davon, dass man über das BEW insgesamt, also mit der Förderung der Hausanschlüsse, 60 bis 70% Förderung der Investitionskosten erreichen kann. Soweit ich das nachvollzogen habe, ist das BEW, das hat ja das geht ja von einer Wirtschaftlichkeitslücke aus. Und wenn man über eine Förderquote von 40% kommt und irgendwo anders noch Geld herkriegt, dann kriegt man das von der BEW-Förderung ja abgezogen. Also wie ist das möglich, da über 40% zu bekommen, wenn es doch eigentlich auf diese Nee. Prozentzahl Ja. gedeckelt ist? Die Hausanschlusskosten, das war jetzt nicht als Förderung zu verstehen, sondern das sind ja Einnahmen, die ich generiere, wo ich eine Gegenleistung liefere. Ich liefere die Übergabestation. Das heißt, mir ging es eher darum, mal zu illustrieren, wo liegen wir da eigentlich bei Eigenanteilen, dass der Eigenanteil gar nicht mehr so hoch ist, weil ich eben sowohl die Förderung bekomme, die 40% investiv, dann bekomme ich die Betriebskostenförderung, die kriege ich nicht unmittelbar ausgezahlt. Aber wenn ich weiß eben, ich liefere über die nächsten 10 Jahre jedes Jahr 2 Millionen Kilowattstunden Wärme mit der Wärmepumpe, dann kann ich da eben schon vorab ausrechnen, wie groß ist die Betriebskostenförderung, klar, abhängig von Energiepreisen. Und dann habe ich eben noch zusätzliche Zuschüsse der Eigentümer, die sich anschließen. Das ist ja auch eine zwingende Voraussetzung für mein Wärmenetz. Das heißt, ich habe hier gleich schon zu Beginn einen großen Batzen der Kosten, wo ich sehe, okay, das wird finanziert, das wird übernommen. Und dabei halte ich natürlich alle Regeln ein. Das mit der Wirtschaftlichkeitslücke, damit ich wirklich die Förderung maximal ausschöpfen kann, ist tatsächlich auch sinnvoll, dass ich eben keinen zu großen Gewinn habe. Wenn ich jetzt hier 10% Renditeerwartung habe, müsste man mal sehr genau schauen, wie groß dann noch die Wirtschaftlichkeitslücke ist, weil da wird eben eine Vergleichsrechnung angesetzt mit einem Gewinn, der angemessen ist. Und umso größer der Gewinn ist, umso geringer wird die Förderung sein. Wenn ich jetzt aber als Kommune sage, ja, hier, ich betreibe das als kommunale Daseinsvorsorge mit keinem oder nur einem geringen Gewinn, dann dürfte das Ganze eben relativ, also kein Problem sein, die maximale Förderung zu bekommen. Und dann habe ich da auch eine gute Möglichkeit, eben damit zu starten, dass eben der Eigenanteil dann auch wesentlich geringer ist, beziehungsweise ich gegenüber Banken argumentieren kann, okay, schaut mal, da kommt doch ziemlich sicher alles zusammen, das Risiko ist gar nicht mehr so groß. Ja, ich komme jetzt noch mal wieder auf Basisfragen, die sicherlich aber auch für alle interessant sind. Und zwar zu dem Thema Daten. Wie bekommt eigentlich eine Kommune an Daten für die Wärmeplanung? Und wo kann man auf Checklisten oder andere Tools zurückgreifen, die Kommunen bei der Wärmeplanung helfen?
Also momentan gibt es zum einen den Leitfaden zur kommunalen Wärmeplanung aus Baden-Württemberg. Der ist inzwischen jetzt auch schon 3 Jahre alt. Da hat sich noch mal viel getan. Es gibt einen von der RGW und es soll jetzt auch demnächst, ich glaube, er ist noch nicht veröffentlicht, von der KWW Halle, also Kompetenzzentrum Wärmewende aus Halle, Tochtergesellschaft der Dena, kommen. Das heißt, da gibt es erstmal verschiedene Leitfäden, die da unterstützen. Es gibt auch einen Technikkatalog von der KIA-BW, also der Landesenergieagentur in Baden-Württemberg, wo eben auch verschiedene Parameter angegeben sind, wie ich plane. Jetzt Daten ganz konkret, hängt immer so ein bisschen vom lokalen Landesgesetz oder jetzt im Bundesgesetz ab, was kommt. Hier in Baden-Württemberg können zum Beispiel Schornsteinfeger-Daten abgefragt werden, wo ich dann eben ganz konkret die elektronischen Kehrbücher bekomme, wo sehr, sehr viel Wissen drin steht und damit viel machen kann. Ich habe eben auch das Recht vom Gasnetzbetreiber, die Daten abzufragen. Das heißt, da gibt es verschiedene Quellen. Was prinzipiell ist, in die Wärmeplanung speise ich als Kommune alle Daten ein, die ich habe, aber ich fange nicht extra an, Daten neu zu erheben. Also zum Beispiel ein Alterskataster, wo ich weiß, wie alt ist jedes einzelne Gebäude, Gold wert. Da freuen sich die Planer wahnsinnig, wenn sie sowas bekommen. Wenn es das nicht gibt, dann gibt es das halt nicht. Da muss man mit anderen Werten arbeiten. Aber man wird jetzt nicht losgehen und im Archiv schauen, bei jedem einzelnen Haus von wann kommt der Bauantrag. Das ist nicht leistbar. Dafür müssen wir auch zu schnell vorankommen. Ja, ich würde jetzt noch mal wieder auf ein anderes Thema springen, und zwar zum Thema Wärmenetze noch mal. Also wo, in welchen Bereichen eignen sich Wärmenetze und welche Wärmequellen kann man nutzen? Hier gab es noch schon eine ältere Frage zu dem Thema: Wie steht es denn eigentlich mit Wärmenetzen in Gewerbegebieten oder Industriegebieten? Das Potenzial ist ja sicherlich als hoch einzuschätzen. Ist das auch in der Wärmeplanung mit geregelt? Prinzipiell umfasst die Wärmeplanung nicht nur die Raumwärme und die Warmwassererzeugung, sondern eben auch Prozessenergie. Das Problem bei der Prozessenergie ist immer nur, dass sie auf unterschiedlichem Temperaturniveau ist, dass sie nicht unbedingt gleichmäßig ist. Das heißt, die Sachen in Gewerbegebieten, das muss ich mir sehr, sehr genau anschauen. Wenn es jetzt einfach nur um Bürogebäude geht, dann ist das sehr, sehr ähnlich wie die Raumwärme, gar kein Problem. Wenn ich jetzt aber auf der einen Seite eine Bäckerei habe, die hohe Temperaturen braucht, dann habe ich nebendran eine Motorenfabrik, die mit flüssigem Aluminium hantiert, da habe ich ganz unterschiedliche Temperaturniveaus. Da muss ich schauen, was kann ich überhaupt nutzen, wen kann ich mit Wärme versorgen, wer ist eher ein Abwärmelieferant. An der Stelle wird es dann tatsächlich kompliziert. Auch da gibt es Wege, wie ich relativ einfach die in der Wärmeplanung die Daten abfragen kann, nämlich einfach indem ich schaue, okay, bezieht aktuell viel Strom, wer bezieht aktuell viel Erdgas. Haben meistens dann auch viel Abwärme oder entsprechend viel Lüfter auf dem Dach. Das heißt, genau das sind aber die Schritte, die das Planungsbüro macht. Und dann frage ich meistens ganz konkret diese Unternehmen, ob die die größten Energieverbraucher sind und sage, okay, jetzt gebt mir mal bitte Daten, auf welchem Temperaturniveau ist das? Könnt ihr diese Abwärme innerhalb des Betriebs nutzen? Könntet ihr was damit anfangen, wenn ich mit unten im Wärmenetz komme, was 100 Grad liefert? Wie auch immer. Ja, gut, dann habe ich noch eine abschließende Frage. Das ist eine sehr lange Frage von Markus Schäfer, die ich mal so zusammenfasse. Wird eigentlich bei dem Neubau von Wärmenetzen, wird da auch eine Lebenszyklusbetrachtung oder eben eine Gesamtbetrachtung gemacht, was auch die Baukosten und die Ressourcen damit einbezieht, auf die Lebenszyklus der Infrastruktur bezogen, oder geht es da eigentlich nur um Energie oder eben halt auch zum Beispiel um die Stoffbilanzen? Genau, jetzt in der Umsetzung praktisch geht es wirklich nur einfach um die Energie. Das ist auch mit weitem, weitem Abstand die höchsten CO2-Emissionen, die wir haben, einfach diese laufende Energie zum Heizen. In Forschungsprojekten, wo dann eben genau untersucht wird, okay, ist es sinnvoll, dass wir auf Wärmenetze setzen, da wird sowas natürlich berücksichtigt. Das heißt, in einer Strategieabwägung Wärmepumpen oder Wärmenetze, da wurde sowas forschungstechnisch ganz sicher untersucht. Aber da es eben so einen geringen Anteil hat, ist das nicht das, was im Alltag ausschlaggebend ist? Und niemand entscheidet sich jetzt, ob er ein KMR-Rohr nimmt, ein Stahlrohr oder ein Kunststoffrohr anhand von den CO2-Werten, sondern eben eher, okay, was hält langfristiger? Welche Kosten sind damit verbunden und so weiter? Und das sind eher die Fragen, die sich im Alltag dann relevant sind. Und ja, ich glaube, das passt.
Ja, vielen Dank. Wir sind am Ende der Zeit angelangt. Wir haben, glaube ich, einen sehr instruktiven Einblick bekommen, wie man am besten eine Wärmeplanung angeht. Also vielen, vielen Dank an Raphael Grusek für diese Übersicht und auch an Steffen Petruch für die Chatbearbeitung, Frage- und Antwortbearbeitung im Hintergrund und auch an Anke Bremer für die Chatbetreuung. Und ich möchte auch Ihnen danken für das lange Durchhaltevermögen. Das ist doch sehr viel Information in 2 Stunden. Vielen Dank für das Interesse.